nächsten Mal auch hören. Also. Was ist? Hä? Nee, nix. Du hast einen Streamer, ich seh's. Ja, bloß man hat mich eben nicht gehört, weil irgendwie die Mikros sich verstellt haben. Oder OBS. Waffenfähiges Plutonium, Aluminiumfolie, etwa 5 mm Kabel, komplette Bausatz, Ansteuer, Elektronik, Nuklearbombe, Mittelgröße. Mhm. Bei Bedarf Kaffee und Kuchen, Albert Einstein. Ja, Plutonium habe ich natürlich eine Karte dabei. Wow. Nee, wir müssen zwar wirklich mal wegen der Bombe ausmachen. Ja. Könnte man bauen, ist kein Problem. Ich würfel schon mal euer Schicksal, ne? Mach das. Weiter was? Okay. Oder ist das jetzt wie sie noch am Leben? Die drei. Nicht so, wie man... Los. Und Rock. Was wird denn hier gewürfelt? Ich weiß nicht, warum. Ich hab jetzt einfach bloß was ausgetestet. Aber Monix hat unser Schicksal ausgewürfelt. Mein Schicksal mit euch beiden nicht schwer genug. Was soll denn das heißen? Weiß nicht so, beim letzten Mal wart ihr nicht sehr hilfreich. Im Gegensatz zu dir haben wir auch keine vernünftigen Waffen. Boucher, ich hab einen Baseballschläger. Du hast doch was Vernünftiges. Ich hab zwei rostige Messer. Ich habe echt so lange bald gefühlt, dass die Polizei irgendwann mal vor meiner Tür steht, weil die haben nach Bomben gegoogelt. Ja. Moin. War nur für ein Pen and Paper, für was? Komm schon wieder mit, ach, das kenn ich. Wenn jetzt nicht von die Polizei möglich so ein Scheiß kommt, dann nee, vorbei mit meinem Leben. Ich geh da auch, ich geh da. Tschüss. Und gehst du zurück? Mein Loch. Also ab zum Knast wieder. Stimmt, ich habe noch die chemische und Bioaufzeichnung, habe ich noch recht. Auch was mit unter Bomben. So, wollen wir? Ja. Von mir aus. Okay, also. Ihr wacht auf. Guck mich um. Welch Spannung. Ja. Du guckst dich um, du bist in so einem dunklen Raum. Erinnert ein bisschen an den Raum, wo ihr ganz am Anfang mal wart. Déjà vu. Aber ihr seht... Nee. Ihr seid gefesselt. Alle hey, drei. Déjà vu, wie geht's? Aber ihr seht... Oder du siehst auch einen kleinen Jungen. Sitzt in der Mitte des Raumes. Und glotzt euch an und lächelt und grinst. Wo ist der Priester? Dann würde der Junge nicht mehr grinsen, wenn der da. Dann würdet ihr da einen grinsenden Priester sehen, vielleicht. Du bist wer? Was? Ja, wer bist du? Hi! Ich bin Sergei! Bitte was? Sergei! Sergei. Ja, gay, der Ferber. Oh Gott. Oh Gott. So was hätte es damals nicht gegeben. OP-Klappe da drüben. Ich zeig dir gleich, wer von uns beiden hier der OP ist. Wenigstens kann ich noch ordentlich laufen im Gegensatz zu dir. Stimmt. Jetzt bringe ich eine andere Sache, okay? Okay, was machen. Wer bist du eigentlich genau? Was machst du hier? Hab ich doch gerade gesagt, ich bin Sergei! Ja, was machst du hier? Könntest du vielleicht auch zu losfinden?
Würfel mal, ob du ihn überreden kannst. Ach, fuck, wirklich? Ja. Déjà vu. Kenn ich das nicht irgendwo her? Ich glaub nicht. Gucken. Alles, ne? Hm? Überreden war das? Ja. Kannst knicken, oder? Ah, ja. So knicken, du hast nur... Ich glaube, die auch nicht geht. Ja, dann spiel's mal aus. Könntest du? Hm? Losfinden? Ja, so nicht. Weil mir tun sie langsam weh und mein Fuß muss vielleicht wieder neu bandagiert werden. Alter, ich schaff's doch sogar. Wie geil ist das denn? Das ist ein Besen. Ja, ey, jetzt kommen die Einsen. Cool. Hast du es getriggert. Okay, dann, Sergej, wärst du vielleicht so nett, mich loszubinden? Hey, wer so nett fragt, klar doch. Und er bindet dich los. Ja, super. Dann, befreie ich erst den Horst. Also. Ja, und er hilft dir dann auch noch bei Pandur. Dass wir Pandora losbinden wollen. Hey. Weiß ich nicht. Hat er einfach so mal gedacht. Ne? weil er so freundlich war und euch auch befreit, kriegt ihr. Kann jeder mal einen D6 Würfel nehmen. Ach komm. Das war's? Lebenspunkte bitte oder? Geistige Gesundheit. Oh, ich krieg 6 geistige Gesundheit. Was? Ja. 6. 2. Frag den Sergej, ob er Hunger hat? Nee, ich krieg genug hier. Bin gut versorgt. Als ihr so redet, Dankeschön, hätte ich dir auch gerne eine Dose machen. Geht die Tür auf. Und ein... Ja, großer, muskulöser Mann kommt rein. Hey John, das ist dein Herz. Er wirkt freundlich und offen. Wirkt freundlich und offen? Warum haben wir denn gefesselt? Ja, das war er, hat ja nicht keine Ahnung. Könnten Sie mir vielleicht freundlicherweise sagen, was wir hier machen und warum wir gefesselt waren? Hallo. Russe? Ja, bitte nicht lachen, ja. Aber hast du es gleich erkannt, das ist auch... Ja. Mein Name ist Stavrov. Stavrov. Ich verstehe Stavrov. Stavrov. Starcraft. Ja, ihr seid hier in Endstation. In Endstation? Ja. Das klingt ja nach dem perfekten Ort, die Leute für mich. Hey, haben wir erst aufgebaut, ja. Ja, und neuer Anfang ist kaputt. Ich verstehe. Deswegen Endstation. Hat der Neuanlage nicht lange gehalten, wa? Und er lacht. Ihr dürft euch hier frei bewegen. In der Stadt. Echt jetzt? Ja. Und wie groß ist die Stadt ungefähr? Ist halt nicht... Müsst ihr gucken. Hab Überblick verloren. In zu viel Wort, komm, wie ist dir? Wort. Habt ihr auch Geschäfte mit vielleicht einem Rucksack? Geschäfte haben wir, aber müsst ihr gucken, was anbieten. Ich weiß auch nicht alles. Ich mag sie. Achso, mein Name ist Pandu. Genau, und wer seid ihr? Und guckt die anderen beiden an.
Horst Kemmler, mein Name. Mein Name ist John Connor. Ja, wie gesagt, guckt euch um in der Stadt, kauft ein, habt Spaß, macht, was ihr wollt. Okay, danke. Mal langsam über die Feier. Meisten Menschen, seitdem das alles angefangen hat. Da guck, ich habe leider keinen Wodka in der Tasche. Ihr habt gar nichts in der Tasche. Übrigens, hatte ich ganz vergessen, euch zu sagen. Hä, hey, ihr habt nichts da. Also, natürlich, wenn ihr gefesselt seid und so, habt ihr natürlich eure Sachen nicht dabei, ne? Wo sind meine Sachen? Die sind sicher verwahrt. Kein Problem. Kriegt ihr dann, wenn ihr gehen wollt, später. Gut. Aber wie sollen wir Sachen kaufen, wenn wir nichts haben? Da müsst ihr euch verdienen. Der geht es gut, die ist schon unterwegs hier. Okay. Mal raus aus diesem Baum. Ihr könnt rausgehen, ja. Ja, ich gehe da mal raus. Und die anderen auch? Oder? Ja, ja. Hat sie rausgeht, also steht mitten in Endstation. Der Ort brummt förmlich, es herrscht ein reges Treiben. Überall wird gehandelt, es fahren Fahrzeuge rein und raus und es gibt Unmengen an Läden. Ihr habt Gelegenheit, euch umzusehen, mit Leuten zu sprechen oder einfach ein wenig in der Stadt euch ja, umzuschauen und das Flair zu genießen. Waffenladen gibt's nicht. Oh. Deshalb wurden euch auch die Waffen abgenommen, weil in der Stadt so keine Waffen mehr erlaubt sind. Ein Baseballschläger als Waffe, ja, oder? Ja. Warte, du bist mal Metallschrott. Ist alles weg. Oh ne. Braucht sich wenigstens ein Feuerzeug behalten? Nee. Er hat gesagt, wenn wir rausgehen wollen, kriegen wir unsere Sachen wieder. Aus der Stadt. Ja, ja. Aus der Stadt. Das wäre mir gefällt. Eine Zombie-Apokalypse, verdammt nochmal. Wieso gibt es hier keinen Waffenladen? Das ist mir eine Frage. Wir hatten einen Unfall gehabt. Weißt du, wo ich mir denke, dass irgendwie ein Fahrzeug was reingekracht ist? Vanessa ist weg. Eure Sachen. Und wir waren gefesselt. Ja, das hast du gut erkannt. Jetzt mal drei Mischungen aus meinem Kopf jetzt hier. Entweder sind das andere Leute, die uns gefunden haben. Oder das sind die Leute, die uns einen Unfall verwickelt haben. Die dritte Möglichkeit? Wenn wir versuchen rauszukommen, dass wir vielleicht abknallen. Dritte Option, ich habe besten Schimmer. Können wir ja mal ausprobieren. Pando, geh doch mal raus. Gibt's da irgendwo Tore? Siehst du Tore, ja. Du hast gerade etwas abgehackt. Wie groß sind die? Gibt es da Wachtürme? Ja, natürlich gibt es da Wachtürme. Das ist halt nur Zombie-Apokalypse. Was der wartest du? Ja, natürlich. Ich tue es nicht. Also eine Frage, was sind denn da so für Läden? Alles Mögliche. Also alles außer Waffenläden. Das außer Waffen? Ja. Verstehe. Das ist auch so ein großer Marktplatz in der Mitte, wo ihr gerade draufsteht, wo eigentlich gehandelt wird, gefeiert wird und alles Mögliche. Gibt es irgendwo eine medizinische Station? Ja, natürlich. Ich gehe dahin. Hab dich nicht so. Bloß wegen den paar Schrammen. Ich hab ein scheiß Loch am Fuß. Und ich geh jetzt erst mal hin und beim Fleisch ist der Vanessa, je nachdem. Ja, du musst mal... Wo ich Sehnen und Federn kaufen kann?
Nee, sowas. Spezielles nicht. Ja, toll. Pando, du musst dich durchfragen. Erstmal ja, du kennst dich da nicht aus, du. Der Pando, du bist immer Orientierung. Ja, genau, wollte ich nicht sagen. Nee, ich hab keinen Puffer, keinen Bock auf den Puffer auszukommen. Ja, wieso nicht? Sehe ich da irgendwo einen relativ mittelalterlichen Kerl, Frau? Nein, neben dir. Er heißt John. Ja. Können Sie? Ja, hallo? Wer bist du? Wer sind Sie? Ich bin Pando und ich suche einen Arzt. Da irgendwo, wo ich einen finden kann. Ein Arzt, ja, der ist. Zeigt in Richtung und. Er ist gerade sehr viel beschäftigt, also ob der da für dich doch Zeit hat momentan, weiß ich nicht. Okay. Aber versuchen kannst du es natürlich. Gibt es hier irgendwo Läden mit Rucksäcken oder sowas ähnliches? Ja, da hinten. Und zeigt in die entgegengesetzte Richtung, wo der Arzt war. Okay, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gleichfalls. Der Arzt kommt danach. Was machen die anderen? Wollen die da mitlaufen oder? Ich laufe da einfach mit. Ich habe da also keine Ahnung, was ich da machen soll in der Stadt. Als ihr Richtung des Laden geht, kommt euch ein ergrauter Mann, so um die 50 Jahre alt, entgegen oder läuft an euch vorbei und er blickt. Was? Oh, Moment. Blickt John direkt in die Augen und dann lässt deine Notiz fallen. Unauffällig die Notiz. So, als würde ich meine Schuhe zumachen. Als du nach dem Zettel greifen willst, greift eine andere kleine Hand nach dem Zettel und. Zettel ist weg. Zettel ist weg. Ja. Aber du erkennst die Hand, die ist von dem, den du am Anfang kennengelernt hast. Anfang? Am Anfang. Also vorhin. Ist der kleine Junge oder Stopp drauf? Eine kleine Hand, habe ich geschaut. Also Sergej. Ja. Der Große hier auch kleine Hände. Was nur seine Körper? Stimmt, ja. Ja, was macht ihr? Ich wollte, wie gesagt, zum Rucksack laden. Ja, geht ihr mal, ich muss jemanden suchen. Macht das. Okay, bis später. Okay. Ich komme auf die Suche nach Sergej. Okay. Findest du ihn auch direkt. Also der ist nicht sehr weit weg. Sehr weit weg. Sergej, du hast doch vorhin was aufgehoben. Kannst du mir vielleicht geben? Ich könnte ihn dir natürlich geben, aber dafür möchte ich gerne Gegenleistung. Da wäre? Meine Schwester hat demnächst Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk. Und ich habe auch leider kein Geld für ein Geschenk. Und es gibt da so einen Laden, Plunder und Pfund. Und da gibt es so eine Puppe und die möchte ich ihr gerne schenken. Wenn ihr mir die besorgt, dann kriegst du den Zettel. Ich guck mal, was ich machen will. Übrigens, auf dem Zettel steht irgendwas von Winterkorn. Oder Winterapfel oder irgendwas. Ach, der Professor. Ja, ich dachte erst, das wäre was Alkoholisches. Und er lacht. Ja.
besagtem Laden. Okay. Die anderen beiden. Das ist zufällig der Laden, wo die anderen beiden hingehen, also. Oh nein. Ja. Nun ja. Wenn wir in einem Laden sind, würde ich mich da mal gerne umschauen, was es da so Schönes gibt. Hat er alles Mögliche da in seinem Laden, also. Campingzeug, Puppenbücher, alles Mögliche halt. Also so Plünder halt, ne? Wie es der Name des Ladens auch sagt. Ich rede nur mit der Person an, die da arbeitet. Hallo, was wollt ihr denn? Hallo, ich suche eine Tasche. Eine Tasche, ja. Guck dich um, da hinten haben wir welche. Bei den Camping-Sachen, die richtig großen. Was wollen Sie dafür haben wollen, für meine Daumen pro Tasche? Na, so zwei Dosen wären schon nicht schlecht. Okay, gut zu wissen. Danke Ihnen. Kein Problem. Kann ich sonst noch was für euch tun? Für mich hat sich wirklich komisch erstmal eine Tasche und für die anderen weiß ich nicht. Ich mach da einfach so ein Buch auf und schau da einfach rein. Ja. Kannst du machen. Hey, aber nicht alles lesen, ja? Sondern bezahlen dann später. Schreit er dir hinterher. John. Mit der Brille lese ich hier sowieso nichts. John kommt jetzt auch an. Dann frage ich den Händler mal nach der Puppe. Ja, Puppe kostet zwei Dosen. Zwei Dosen. Hm? Da hätte ich mein Zeug, könnte ich die bezahlen. Oh. Was kommt man denn hier in der Stadt an Nahrung? Da arbeiten oder klauen. Oder was weiß ich. Wo gibt's denn hier ein bisschen Arbeit? Müsst ihr euch mal umgucken, aber ihr könnt auch handeln, theoretisch, ne? Ja, handeln, oder, wenn man nichts hat. Oder was weiß ich. Es gibt ja alles an Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Wie ihr an die Puppe bekommen könnt. Boah, klauen. Theoretisch auch das. Ich bin zu ehrlich. Ich guck mich um, wo es Arbeit gibt. Ach, wie langweilig. Okay. Ich steck mein Buch weg und schließe mich da John an. Wir brauchen Geld, wenn wir hier überleben wollen. Soll ich es riskieren? Mach's einfach. Wo steht denn die Puppe? Die steht im Schaufenster. Wo guckt der gerade hin? Der steht hinter seinem Tresen und hat eigentlich alles im Überblick. Also den ganzen Laden. Ist da auch nicht groß. Ich brauch eine Rauchbombe. Hm? Ich brauch eine Rauchbombe. Ja, ein Baum halt. Ohne irgendwas. Ja, ich wollte, geht schlecht. Ja, okay, dann geh ich lieber aus dem Laden raus. Okay, ihr geht aus dem Laden raus. Und schon? Hast du was gefunden für euch? Das wissen wir noch nicht. Übrigens wissen Horst und Pando immer noch nichts von der Puppe und warum du die haben willst. Schon klar. Ja, ja, schon klar. Okay. Ich würde mir da einfach eine Person, die in der Nähe ist, einfach mal raussuchen und ansprechen. Ja, laufen ja genug Leute rum. Ja. Hey, wissen Sie, wo man sich hier ein paar Dosen verdienen könnte? Dosen verdienen. Ja. Oh. Könntet ihr irgendwas zur Beheiterung oder Erheiterung der Leute machen? Vielleicht spendet dann jemand was oder arbeiten? Ich hab Piratenwitze erzählt. Nein! Wie laut hast du das gesagt? Nimm uns mal im Würfel.
Do it. Das. Do it. Achso, Sven Fund, der Besitzer des Ladens, hat das gehört und man. Hey! Ihr kennt einen guten Witz? Oh Gott, nein. Oh. Natürlich kenne ich einen guten Witz. Dann lass mal hören. Dann können wir uns vielleicht einig werden wegen der Puppe. Meister der Piratenwitze. Aber das muss schon richtig guter sein. Ich habe schon eine Menge gehört. Der ist richtig gut. Dann leg mal los. Kommt ein Pirat mit einem Papagei auf der Schulter in die Bar. Sagt der Schankkeller, wo habt ihr den denn her? Sagt der Papagei, aus der Karibik, die gibt's ja überall. Ja, muss lachen. Ne? Hey, der war richtig gut, Mann. Okay. Kannst du die Puppe haben? Oh, die nehme ich gern. Dann versuch's mal mit dem Rucksack. John, was ist eigentlich falsch mit dir? Seit wann spielst du denn jetzt mit Puppen eigentlich rum? Ich erzähl euch später die Geschichte. Ich schüttel den Kopf. Ey, Horst, scheiß drauf. Hauptsache, er kann gerade ein paar gute Geschäfte machen mit Witzen. Das war jetzt einer von. Weiß ich nicht, wie viel. Ja, ey, John, wie wär's? Du machst jetzt einen Witz über einen Rucksack? Einen Witz über einen Rucksack? Ich jetzt zu Sergej, du kannst ja selber einen Witz erzählen. Ich bin ein Witz, okay? Das reicht schon. Das stimmt. Alles ist gut, der ist richtig gut. Ja. Ja, aber so einen kleinen eher. Damenhandtasche. Mist, ja, am besten das. Aber es ist ein pinker Rucksack. Mit Hello Kitty drauf. Oh. Den hatte jemand abgegeben. Ist auch ein bisschen verdreckt und so, also nicht das beste Modell. Nicht das neueste Gebrauch. Ja, das kannst du. Aber nicht viel. Das reicht. Folgt schon. Ich habe den Rucksack, das reicht mir vollkommen. Ja, ich gehe jetzt zurück zu Sergej. Ja. So. Sergej steht, also ihr lauft zurück, auf dem Marktplatz ist auch so ein Brunnen und daneben steht Sergej. Hey, und sag ihm, ich hab die Puppe. Ah, nice, danke! Seit wann spielen jetzt auch kleine Jungen mit Puppen? Er ist für meine Schwester, du Dummkopf! Ich zeig dir gleich, wer hier ja, Alter. Der Knopfkopf ist. Opi, beruhig dich. Ich beruhig mich jetzt nicht. Dein Blutdruck geht doch zu hoch. John, du hast was im Notizbuch gekriegt. Ein Notizbuch. Möchte ich das Notizbuch nee, lesen? Du hast etwas in deinem Notizbuch gekriegt. Ich hab was in meinem Notizbuch? Ja. Ach, wahr. Es ist ein Viertel der Karte. Karte. Hm? Ich hab ein Viertel einer Karte gekriegt. Hm. Also. Mit Winterkorn? Ha, ich meinte ja, Winterkorn war der Typ, der das fallen gelassen hat. Ach so. Warte, wer ist das Winterkorn? Der Winterkorn. Ja, der Winterkorn. Gut, das schweißt nicht, wer weiß, wer das immer war. Ach, wenn ihr noch mehr wollt, alles gut. Mach noch was für mich. Hervorragend. Jetzt was soll ich denn jetzt für dich tun? Eine Puppe. Und jetzt lässt du dich auch noch von diesem kleinen Jungen verarschen. Warte, muss ich würfeln. Die drei. Hey! Moment.
ihr könnt mir noch bei einer weiteren Angelegenheit helfen, Leute. Ja. Ich habe da so eine Lehrerin, die mag ich ganz gerne. Das helfen mir jetzt einen kleinen Jungen bei einer Frau. Ja, Pandu hat da ja Erfahrung seit gestern. Das war. Ja. Ihr könntet ihr diesen Brief geben von mir, aber eher unauffällig. Ihr Typ soll es nicht mitkriegen und. Ah. Ah, okay. Und wo ist diese Lehrerin? Ich wollte gerade fragen. Zeigt euch den Weg da, wo sie meist zu finden ist. Und wie sieht ihr Freund aus? Ah, ist ein großer Klotz. Na, geil, ich tue das nicht. Dann gehen wir raus aus solchen Spielereien. Das Ding. Was? So. Hm? Einmal was Nützliches tust. Hier ist der Brief, geh hin und gib ihn mir. Ich? Ja! Heilige. Okay, ich nehme den Brief. Ja. Such die Frau auf. Die steht da an so einem Stand auf dem Marktplatz. Neben ihr steht auch so ein großer Klotz, ein Typ. Und. Ja. Hallo. Grüße Sie. Hallo, sagt er. Was? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich suche nach Arbeit und nach ein bisschen Nahrung. Da ungefähr, wo ich hin müsste? Arbeit. Siehst du ja nicht gerade so aus, als ob du irgendwie was machen kannst, wa? Also, körperlich vielleicht nicht so gut, aber ich bin Geschichtslehrer. Lehrer? Ja. Ist meine Frau auch hier. Ach, ernsthaft? Aber nicht für Geschichte. Geschichtslehrer. Was kann denn Ihre Frau lehrertechnisch so? Mathe. Mathelehrerin. Deutsch, Russisch. Ja, Russisch dachte ich mir schon ein bisschen. Was soll das denn heißen? Nicht schlimm, ist nur Russisch ist wirklich eine sehr schöne Sprache. Können Sie Russisch? Leider nicht, aber ich wollte sie schon immer lernen. wissen Sie jetzt ungefähr, wo ich jetzt Arbeit finden könnte? Ja, das zeigt da eine Richtung. Eigentlich gibt es überall Arbeit hier, aber müssen halt nur fragen. Okay. An manchen Geschäften sind auch Schilder oder so dran, wo sie Leute suchen. Und wo zum Beispiel? Ja, das zeigt da eine Richtung. Einfach mal da gucken. Einfach da hinten. Okay. Ja. Was verkaufen Sie jetzt hier so? Ich verkaufe gar nichts. Sie stehen gerade einfach nur an so einem Stand. Ja! Und jetzt stehen hinter dem Stand und versuchen zu verkaufen, deswegen. Nee, nee. Gut, dann, Sonst noch was? Ja, und zwar, mir wurde gesagt, dass man sie braucht hinten beim Pfand, naja. Man hat, also man braucht da hinten einen größeren Kerl, da. Wir haben ja gar keinen Pfandleihe. Nein, wir sind hinten dieses, Plünder-Ding aus da. Wo ich die Tasche von der Lokette bekommen hab. Das weißt du ja nicht, wo du die gekriegt hast. Ja, wie heißt das Gebäude nochmal? Wo man da tauschen kann auf jeden Fall. Pfand und Plünderhaus. Plünder und Pfund, ja. Genau, Plünder und Pfund. Wir haben uns gesagt, es soll nur einen großen, relativ größeren Kerl aufsuchen, der mal kurz hingehen soll. Wieso, was soll es denn da geben? Ich glaube, dann gibt es irgendwie Stress drin, der Verkäufer hat dann ein Problem mit jemandem. Ja, würfel mal überreden. Allein. Oder würfel mal lügen. Lügen? Ja, er ist ja Lügen. Da ist sogar was drin. Was denn? Wer hat's gedacht? Alter. Du, ne. Ja, denn das war ich bin nicht der, ich bin nicht der einzig große Mensch hier. Bist den ganzen Weg von da hinten. Bin ich der Einzige, den du jetzt getroffen hast? Warum? Grob gesagt, ja. Nee.
Ich glaub dir nicht. Ja, okay, dann muss ich mir anders aussuchen. Danke noch. Ja, du hast den bitte. Übernehmen, der Vorfall. Sie haben da was verloren. Was? Ja, sie haben da so einen Brief verloren. Nee, ich bin eher... Doch, der ist... Doch, doch, das ist ihrer. Hier, hebt ihn auf und gibt ihn dir wieder. Ich gebe ihn mir, okay, ich nehme ihn wieder. Super gelaufen. Ich bin mit dem Kopf. Okay. Scheiße, hab ich richtig dumm. Kein Wunder, dass du noch alleine ist. Wie heißen sie jetzt nochmal? Achso, ich dachte, du bist schon weggegangen. Nein, nein. Ich hab jetzt so aufgemessen. Was geht dich das denn an, wie ich heiße? Erst lügst du mich an, dann würdest du meinen Namen wissen. Geh mal lieber weg. Er schiebt dich so ein bisschen zur Seite. Und wie heißt Ihre Dame? Jetzt werden Sie mal nicht frech hier. Ja, er wird langsam wütend. Das ist mir klar. Okay, ich hab eine böse Idee. Gut, ich geh zurück zu in den Brief. Bin ich irgendwo so kleinen Kieselstein auf dem Boden? Nein. Da gerade nicht. Der Katz knickt, das kann nicht machen. Viel Spaß mit dem großen John. Vielleicht willst du jetzt hier auf deine Arbeit drücken. Wie viel hast du jetzt den Brief gehabt? Gibt's von dir. Das ist der Ernst. Der Typ will gleich auf die Fresse hauen. Mord? Ja. Da hinten will Pando auf die Fresse hauen. Jetzt zwei Dosen Nahrung auf den großen Typen. Alter. Den mach ich fertig. Der Horst, der Monix, sind wir noch in der Nähe von Sergei? Ihr seid so direkt in der Mitte zwischen Sergei und der Lehrerin da. Sieht Sergei? Nee. Perfekt. Oh Gott. Ja, gib mal her. Fürchte Schlimmes. Ich auch. Hier, bitteschön. Geh da mal rein. So unauffällig dahin. Unauffällig? Ich geh da einfach dahin. Okay. Das ist das Unauffälligste, was ich in dieser Situation machen kann. Das stimmt manchmal, ja. So, ich gehe da jetzt einfach so direkt auf die zu und frage jetzt einfach. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Heute ist nur ein kleines Straßenfest. So ein kleines Straßenfest? Ja. Das klingt. Ist doch ein paar Stände hier und Musik und kleinere Attraktionen. Das ist interessant. Was feiert ihr denn? Und was wir leben? In einer Zombie-Apokalypse. Aber zu den Festen muss auch gutes Essen gehören. Gibt's ja überall. Siehst doch die Stände. Ja, aber ich habe so ein kleines Problem. Was denn? Ja, und mein Zeug ist halt weg. Ja, und ich habe halt jetzt nichts zum Tauschen oder so. Also ich kann mir gar kein Essen kaufen. Das ist natürlich ein Problem. Ja, und ich so, armer Mann, ich bin ja jetzt schon doch etwas älter. Ja. Ich will hier ja niemand auch einstellen. Ah, gibt ja auch. Aber wüsstest du denn zum Beispiel, wo man einen gut gediegenen alten Farmer gebrauchen könnte? Farmer kann man doch immer gebrauchen. Muss man auf einem der äußeren Höfe fragen. Bitte? So, ich gehe dann wieder. Okay. Ich gehe direkt in das Pfund, also Plunder- und Pfundhaus. Hm? Das ist aber auf dem anderen Ende, ne? Also, du musst, genau. Läufst dann Sergei vorbei wieder. Ja, den Brief verstecke ich schön. Ja.
Den habe ich mir irgendwo schön weggeklemmt, wo ihn niemand sieht. Boah. Geh da rein. Seh mich so in ein paar Büchern um. Und ich schieb den Brief einfach in irgendein Buch rein, sodass man ihn nicht sieht, und mach das Buch zu und schieb das wieder rein. Wirf mal auf. Uff. Auf was? Ja, ich guck grad. Geschick einfach. Einfach auf Geschick. Ja, klappt. Steck das Buch weg und geh wieder zu den anderen. Was für ein Buch war das denn? Wie bitte? Was für ein Buch das war? Kannst du jetzt von ausdenken. War einfach ein Buch über was weiß ich. Ja, ah, okay. Einfach so ein Kochbuch. Okay. So, Leute. Muss erstmal zurückgehen wieder, ne? Ja, ich gehe zurück zu den anderen beiden. Was machen die anderen in der Zwischenzeit? Ich guck den alten Mann hin und her. War doch Wurst, ja. Okay. Ich hab gesehen, wie er weggegangen ist. Und wartet gerade, ja. So, Leute. Ich lass mich von so einem kleinen Jungen nicht verarschen. Also, wenn der kleine Junge uns verarscht, verarsche ich den kleinen Jungen, ja? Also, ihr habt es weg. Achso. Wir haben den Brief abgegeben. So wie er wollte. Komm. Willst du einen kleinen Jungen anlügen? Der kleine Junge will seinen Lehrerin klar machen. Weiter. Horst, wo ist der Brief? Hab ich da in irgendein Kochbuch geschoben. Aber ich spiele die kleinen Spiele von diesem kleinen, dämlichen Jungen nicht weiter. Alles muss man hier selber machen. Ich gehe. Alles klar. Oh Gott. Ich gehe den Brief holen. Okay, du gehst zu Plunder und Pfund. Kommst du an? Kochbücher durch. Ja. Würfel mal. Einfach D20. Wie schnell du es findest. Es sind schon ein paar Kochbücher da. Das erste ist es nicht. Nochmal würfeln? Nochmal würfeln. Im zweiten hast du es gefunden. Naja, also. Dann gehe ich jetzt mit dem Brief zu der Lehrerin. Gehe direkt auf die Lehrerin drauf zu. Ja. Hey, wer bist du denn? Wer fragt mich das jetzt? Ihr Typ. Ich hab mit ihr hier nichts zu schaffen, ja? Geh ich mal um, ich will hier mit der Lehrerin sprechen. Das ist meine Frau, ja? Ja, das ist mir egal. Ich will doch nur kurz mit dir sprechen. Also halt dich da raus. Sei doch nicht so aggressiv, Mann. Geh jetzt mal ganz kurz an die Seite und gib ihr den Brief. Sag ihr, dass der von Sergei ist, und dann gehe ich wieder. Sergei? Ja, sie nimmt den Brief und steckt ihn in die Tasche. Gut, und dann gehe ich wieder. Ja. Ja, geh's wieder. So einfach kann das sein. Das ist viel zu gut, nötig. Am besten fand ich. Am besten fand ich auch Pandu. Ich geh jetzt nicht zurück, okay. Ja. Buddy in your channel timed out. Okay. Der konnte es nicht ertragen. Na, hoffentlich
ist er nicht lange weg. Nun ja. Das ist scheiße. Ihr könnt ja ruhig die kleinen Spiele von diesen Jungen weiterspielen. Ich verdiene mir jetzt ein bisschen Essen. Ich gehe zu den Randbezirken. Da ich jetzt zwei Aufgaben erledigt habe und wahrscheinlich noch zwei kommen werden, bin ich ein Pandurdi. Oh Gott! Du hast ja schon bei letzter Frage gesehen, wie gut das funktioniert. Ja, aber dann gibt es was zu lachen. Das stimmt, ja. Ja, solange Pandu jetzt nicht im TS ist, und M-Zock weiter so lange. Okay. Pandu ist nicht im TS? Nee, der ist gerade rausgeflogen. So, ich krieg doch jetzt bestimmt noch irgendwas von Sergei, oder? Die zweite Karte. Das machen wir dann, wenn er wieder da ist, würde ich sagen. Gut. Deshalb mache ich jetzt erstmal da, wenn M-Zock arbeiten will. Ja, dann lass M-Zock. Soll er arbeiten. Ich mal ganz kurz aufbauen. Jo, okay. Nein, dann muss ich ja irgendwas Produktives tun. Das stimmt. Also, du willst wohin? Ich möchte gern zu den Randbezirken, wo ein paar Farmen sind. Ja. Dauert einen kleinen Moment, bis du da bist, aber kommst da an. Ja. Ich würde mich dann mal umschauen, so nach irgendwie jemandem, der irgendwie so aussieht, als ob er da arbeiten würde. Triffst du auch jemanden? Ja. Älterer Bauer, also auch nicht der Jüngste mehr. Tag. Hallo. Ich sehe, haben Sie hier ein wunderschönes Feld zu bestellen. Ja, bin ich auch ganz stolz drauf, dass das Zelt das ist nicht ganz leicht hier zu beackern und wächst halt nicht alles hier, ne? Das war es auch früher nicht. Ich habe ja auch selber mal als Bauer gearbeitet. Oh! Ich habe auch meine Erfahrung gesagt. Ja, freut sich, das zu hören, dass du Art Kollege bist. Ja. Ich wollte mal fragen, ob sie hier vielleicht Aushilfe suchen oder irgendjemanden wissen, der Aushilfe sucht. Denn ich würde hier gerne ein bisschen arbeiten. Was können Sie denn? Also, dass Sie Bauer sind, haben Sie ja gesagt, aber auf was waren Sie spezialisiert damals? Könnte ich da mal fragen. Aber ich weiß nicht, so Felder bestellt, am Gerät, aber ich habe auch gelernt, wie man per Hand erntet. Also ich weiß auf jeden Fall, wie man sich um Pflanzen kümmern muss. Oh, das klingt doch gut. Also ich könnte gerade gerne Hilfe gebrauchen, wenn Sie da was machen wollen. Ja, ich würde gerne helfen. Natürlich gegen Entlohnung. Ja, das große an der Lohnung können Sie auch nicht erwarten. So viel kriegt man hier auch nicht. Kostet ja auch alles. Aber ein bisschen was kann ich Ihnen geben dafür. Sehr nett. Dann lassen Sie sich von mir helfen. Ja, klar. Und er gibt dir da so ein. Also zeigt dir da erstmal da, wo du dich umziehen kannst. Die Kleidung passt vielleicht nicht so ganz, aber dass halt deine Alltagsklamotten nicht noch dreckig werden. Und es sind noch ein paar Gerätschaften, was du brauchen kannst. Und dann kannst du da so ein bisschen ernten. Klingt ja sehr gut. Ja, dann mach ich das auch. Ja. Ja, WB. WB. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Würfel mal auf Botanik. Botanik. Ja. Eins passt es auf jeden Fall. Bin wieder da. WB. WB. Danke. So, was machen die anderen beiden? Um jetzt zu starten. Auf dich kommen wir gleich zurück, Horst. Ja, alles in Ordnung. Wo bin ich noch am Stehen? Die waren auf dem Weg zu Sergei. Stehst da noch bei der Lehrerin, während M-Zock weggegangen ist? John auch.
Also, ja. Ich würde einfach noch folgen erstmal. Wem? Ja, wem? Die haben sich getrennt. Okay, du siehst John noch und rennst jetzt hinterher. Warst etwas weggetreten gerade. Wegen den Schmerzen weggetreten. Ja. Du müsstest aber schneller laufen, was du aber nicht kannst, weil sonst geht John verloren, ne? Du weißt ja auch nicht, wo er hin will. Da, wo es so gell letzten stand. Das weißt du doch gar nicht, wo er hin will. Du hast das ja auch nicht mitgekriegt. Ich bin doch mitgegangen, die Video. Ja, du weißt doch nicht, dass er zu Sergei will. Theoretisch. Ich hab den Brief abgegeben. Ja. Ja. Ja, gut. Dann lauf mal los. Oder humpel mal los. Ja, John kommt schon an bei Sergei. Ja. Pando braucht noch etwas. Ich hab den Brief abgegeben. Hey, danke. Super von dir. Keine Uhr. Und er gibt dir noch was. Wieder im Notizbuch. Ja. Ach, war super von dir. Hast du gut gemacht. Kreditkarte? Hab da noch eine Aufgabe. Ja, mein Kollege Pando kommt gleich, der übernimmt die. Okay, dann warten wir mal auf ihn, ne? Ja. Der hat gesagt, er wollte auch mal einmal was Sinnvolles beitragen. Fuck you. Ich wollte auf den Zeppelin gebraucht, den Bombenbauer. So, Pando kommt jetzt auch an. Hi, John. Ja. Also. Der Gay hat noch eine kleine Aufgabe für dich. Für mich? Ja. Ja, die wäre. Moment. Bilden der kleine Bub. Also. Für diese Aufgabe könnt ihr dann die letzten beiden kriegen. Jetzt meinst du was? Kartenteile. Okay, und was muss ich dafür machen? Ich will meinen Flummi wieder haben. Wer hat den? Ja, meine Mutter. Okay. Und weshalb hat sie diesen Flummi abgenommen? Einfach so blödes. wollte ich mir eigentlich wiedergeben, aber jetzt ist im Hammerwerfer und da darf ich nicht rein. Hammerwerfer. Könnt ihr mir den wiederbringen? Ja, könnten wir. Könnten oder macht ihr? Ich werd's machen. Der Pandur macht das schon. Der Kleine? Okay. Der Kleine kann Bomben bauen, Achtung. Aber einschlagen. Wasserbomben vielleicht, wa? Ja, man selber, das ist nicht voll weg. Gut, und wo ist deine Mutter oder das Gebäude? Zeig dir den Weg zum Hammerwerfer. Was ist dieser Hammerwerfer eigentlich? Eine Kneipe! Oh nein. Ich muss mal gucken, ob da oben ein Piraten mit Papagei auf der Schulter drin sitzt. Oh Gott, ey. Ja, okay, dann mach ich mich da auf den Weg. Klar, Moment, ey, soll ich mal gucken.
Wir kommen erstmal wieder zu Horst. Okay. Hey, Horst. Ja? Gute Arbeit von dir. Er gibt dir 4 Dosen. Danke. Und falls du was trinken willst, und hier gibt es so eine coole Kneipe, Hammerwerfer. Wenn du da rein willst, brauchst du ein Passwort. Wie heißt denn das? So, jetzt. Müsst ihr euch merken oder aufschreiben, ne? Ich sag dir das nur einmal, ne? Alles klar. Busscheiben-Einschlaghammer-Halterungssystem-Vertriebsgesellschaftsvorstand. Was? Ja. Okay. Gut gemerkt, ja? Viel Spaß. Danke. Die haben wirklich gutes Zeug da, aber ist immer voll, also. Und das schrecklichste Passwort der Welt. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Wer sich das ausgedacht hat, der ist ein Arschloch. Ja. Ja, und die Klamotten kannst du behalten. Haben dir ja gut gepasst, also wenn du da... Vielleicht kommst du nochmal wieder. Dann kannst du nochmal was arbeiten hier. Mal schauen, wie lange ich hier in der Stadt bleibe. Ach, sie wollen schon wieder weg. Oder du willst schon wieder weg. Wir duzen uns ja, wa? Sind ja Kollegen. Ja. Also mal schauen, wie das hier so alles läuft. Na, okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ein ganz netter Ort zu sein. Ja, und gute Leute hier, also. Und wenn du noch was brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja. Und er geht jetzt seine Arbeit weiter nach. Ja, ich gehe zurück zu den anderen mit meinen 4 Dosen. Ja. Meinen Alltagsklamotten. Ja, gut. Kommst du auch wieder beim Brunnen an. Und was habt ihr so geschafft in der Zeit? Ich hatte Schmerzen. Das zweite Kartenfeld. Ich hatte Schmerzen. Ich hab mir hier 4 Dosen verdient. Soll ich es im Rucksack tun oder willst du sie per Hand tragen? Ich hatte auch Schmerzen. Du kannst mir auch deinen Rucksack geben. Dann musst du nicht so schwer schleppen. Dein Fuß. Stimmt, ich gebe ihm den Rucksack. Ich pack dir die Dosen rein und setz den auf. Ja. Ja, wir wollten jetzt in diese Kumigama-Kneipe gehen. Wo wolltest du hin? Ich? Irgendwo, aber für die Hammer-Kneipe brauchst du ein Passwort. Was? Ja. Der Typ, bei dem ich gearbeitet habe, der hat mir das Passwort gesagt. Aber für die Hammerkneipe, da brauchst du ein Passwort. Schöne Scheiße, wir sollen da reingehen und Flummi von irgendeiner Mutter holen für den Kleinen. Das ist der letzte Stück hier von der Karte. Alter, ich hab dir doch gesagt, hast nicht einfach so diese kleinen Spielchen von so einem Ex-Girl. Gut, den Jungen nicht. Ihr steht neben Sergei, wisst ihr schon, ne? Ey, ich bin da wieder. Am Brunnen neben Sergei. Hey! Ja, was denn? In deinem. Weißt du denn, wer mein Vater ist überhaupt? Ja, wer ist denn dein Vater? Ist da drauf! Warte, war das nicht der Große? Wie kannst dich ja gerne mit ihm anlegen, wenn du Bock hast. Wieso ich? Du hast dein Kind gerade für Schürgenes Girl genannt. Na, ist er ja doch. Ansonsten hätte ihn auch seine Mutter seinen Flummi nicht weggenommen. Du weißt gar nichts von dem Flummi. Ich hab gesagt, dass er ein Flummi holt. Ach so, okay. Okay. Idiot, klappe da oben. Wie heißt das Passwort wieder rein? Ich flüster das Pandur ins Ohr. Ja, mach mal. Busschlaghammer Vertriebsvorstandsgesellschaft. Bitte was?
Schlaghammer Vertriebsvorstandsgesellschaft. Busthammer? Busschlaghammer Vertriebsvorstandsgesellschaft. Busthammer? Der Junge hat sich gedreht, der kann Bomben bauen. Dem Schultern, dass er mir direkt ins Gesicht schaut. Ich gebe ihm nur eine Feige. Nimm mal Schaden aus. Ey, mein Kacke, okay, mit dem Hirn, okay, also. Mit dem Hirn oder mit dem Hirn? Hören. Da höre ich selbst besser. Würfel mal einen D6 Schaden. Ja, Pando kriegt 5 Damage. Durch die Ohrfeige. Warum bist du ja nicht der Pierball? Nein! Du darfst nicht sterben! Okay, jetzt nochmal. Keine Angst, Ohrfeige dich ins Leben zu. Busschlaghammer Vertriebsvorstandsgesellschaft. Hast du es jetzt verstanden? Ich hoffe es. Mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Busvorschlag, Hammer Vertriebsvorstandsgesellschaft. Mein Gott! Ey, wir kommen jetzt mal wegen falsch an und ich weiß es nicht. Busvorschlag, Hammer Vertriebsvorstandsgesellschaft. Nein! Jetzt kommst du mit dem Vorschlag. Busschlag, Hammer. Vertriebsvorschlag, Hammer. Busschlag, Hammer. Ja, Busschlag, Hammer Vorstandsgesellschaft. Ja, hab ich doch gesagt. Nein, du hast Busvorstandsgesellschaft gesagt. Das ist falsch. Also Busschlag. Busschlag, Hammer, Vertriebsvorstandsgesellschaft. So, jetzt aber. Richtig. Jetzt seh zu, dass du da hinkommst und den Fummi holst. Das ist doch nicht eigentlich Scheiße machen. Also ich hab Essen geholt. Ich hab die 2 Aufgaben davor erledigt. Ich hab Obst geholt. Busschlaghammer Vertriebsvorstand. Hey Sergej, was macht denn eigentlich deine Mutter da im Hammerwerfer? Feiern! Feiern? Ja. Ich hab so gefühlt, dass das eine Prostituierte ist. Fix sind alle Prostituierte, oder? Ja, ich geh jetzt einfach zu der Kneipe. Hm? Die anderen gehen mit oder bleiben still? Wird da mitgehen. Ich weiß, wer gleich rausfliegen wird. Ich will mir den Spaß antun. Ach, sehr schön. Ja, nach ein paar Minuten kommt ihr da auch an beim Hammerwerfer. Steht da irgendwie eine Security davor oder wie? Ja, ein Türsteher natürlich. Zwei. Einer. Oh. Aber auch großer. Das sind alle groß, Alter, sind die schon so Russen. Das ist ein Türsteher, was erwartest du, ja? Wow, es gibt doch klein, okay? Du bist klein. Ich bin nur schon groß. Ich geh zu dem... Ich möchte gerne rein. Passwort. Buschlackkammer Betriebsvorstand. Gedacht. Nein. Was? Was denn? Irgendwas schreibt mit deinem Code nicht, oder ich hab keine Ahnung. Du bist doch normal. Schlaghammer. Einfach falsch ausgesprochen. Blöd, Mann. Jetzt spielst du es doch aus, komm. Ja, ja, rein. Ihr wollt doch nur, dass er die Schnauze kriegt, oder? Ja, das hab ich nicht. Du bist Schlaghammer Vertriebsvorstandsgesellschaft, oder? Hm? Nee. Du hast Vorschlaghammer oder was? Ich weiß ganz genau, wo der Fehler liegt. Wer wäre? Ich hab mein Bestes versucht. Oh, Horst, sag nicht, dass irgendwas falsch. Versuch du mal als 61-jähriger Mann diese Scheiße beim erstmaligen Hören direkt perfekt wiederzugeben. Würfel mal auf Intelligenz, Horst.
Hat geklappt, ne? Nehme ich mal stark an. War jetzt nicht unbedingt knapp, aber... Alles andere, was in der Nähe wäre, wäre deutlich drüber. Also? Was ist mir falsch? Okay, ich hatte da gerade so einen Geistesblitz, ja? Ja. Komm mal her. Ja, ich komm hier. Mann, du. Ja. Bus, Scheiben, Einschlagshammer, ja. Bus, Hammer, System, Vertriebsgesellschaftsvorstand. Also System? Also System. Ah. Busscheiben-Einschlaghammer. Busscheiben-Einschlaghammer, ja. Halterungssystem, Vertriebsgesellschaftsvorstand. Weißt du, jetzt möchte ich das Wort lesen? Ja. Kann ich es mir direkt viel besser merken? Ja, siehst du. Scheiben, Sachshammer, Halterungssystem. Oh, letzte Chance. Passwort. Busscheiben-Einschlagshammer, Halterungssystem, Vertriebsgesellschaftsvorstand? Korrekt. Und du darfst rein. Oder ihr dürft rein. Ihr könnt selber sagen. Ich schließe mich dem an, ich habe denen ja auch das Passwort gegeben. Ja. Ich warte drauf. Ich flieg gleich raus. So, jetzt weiß natürlich nicht, wie die Mutter auszunehmen, ne? Ja, deshalb dürft ihr sie jetzt suchen. Oh, nee. Oh, nee. Gab's eigentlich irgendeine Beschreibung von der Mutter? Nö. Die ist weiblich in der Titten. Also ich sehe schon mal einen Piraten mit Augenklappen. Ja, du bist doch gar nicht da drin. Du hast ja gesagt, du bleibst draußen. Du darfst da nicht mitmachen jetzt. Ich sehe einen Affen. Es ist nicht Waltraud. Ach, Waltraud heißt die Mutter. Ich glaube, ich habe schon gefunden. Auch wenn ich nicht mit da bin. Da ist eine Frau vorne. Das ist keine Frau. Ja. Könntest du dann markieren, wenn ihr sie gefunden habt, ne? Ganz. Steht noch eine. Nee, ich glaube, der hat einfach bloß ein paar Kürbisse in den Händen. Alter, was zum. Der richtige Männerclub hier. Kein Biest da oben? Nee. Der geht jetzt gerade weiter. Das ist ein Bild gewesen. Ah nee, das ist eine Tür, wo eine Frau oder irgendjemand auf dem Bett liegt. Nee, ist keine Prostituierte. Das ist ein Affe. Guck mal, das Bild von dir. Was, wo? Hier. Nee, der Pink nicht, du Affe. Doch, bist du eigentlich. Da oben, ach, fick dich. So stell ich mir Pandu vor. Oh, Sir. Hey. Die sieht so aus. Ja! Ich hab Waltraud gefunden. Ich weiß nicht, Sergei könnte diese Mutation von ihr und dem muskulösen Mann sein. Ich wusste doch, dass sie der härteste Hammerwerfer ist. Ja. Gar nicht schlecht. Hm? Du gehst an die Bar. Ja. Ich gern die Bar. Boah. Ich müsste dieses Ding. Ja? Hallo, Geistlich. Was willst du? Wie steht da etwas schwankend vor dir? Ja, war nichts. Ich suche die Mutter von Sergei. Das bin ich. Ah, das ist die. Das passt ja sehr gut. Kleiner Süßer, ne? Und ich streichel dir über die Haare.
Wie willst du denn wie süßer? Die zwinkert ihr zu. So. Sorge hat nach seinem Gummiball gefragt. Gummiball? Ja, nach seinem Flummi. Ach, das da, ja. Kann er haben und gibt ihn dir. Oh, danke dir. Danke, ich wirklich sehr, sehr dank. Hm. Kann aber auch noch mehr für dich tun. Er zwinkert dir zu. Das wäre jetzt aber, ihr Sohn wartet draußen noch im Wald, deswegen. Ja, schade. Wir hätten eine Menge Spaß haben können. Ich renne auch. Okay. Boss, bleib noch. Raus. Okay. Oh, schade. Nimm die Zarre aufeinandertreffen gesehen habe. Ey, du musst dir vorstellen, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der getrieben hätte, wäre der Vater reingekommen, hätte mir ihn auf die Fresse gegeben. Ey. Wenigstens hast du nach einer Menge Hilfe auf den Flummi bekommen. Ich such's da gerne auf. John, ich hab den Beispiel schon mal, ne? Ja. Also ab zum Brunnen. Auf dem Weg zum Brunnen. Kommt euch jemand entgegen, das sieht etwas so aus, als ob ihr nicht hinpassen würde. Und spricht euch an, so. Ihr sollt nicht schnell verschwinden, das ist kein guter Ort hier. Und wer sind Sie? Ich habe keine Zeit, ich darf eigentlich gar nicht mit euch reden. Und er geht weiter. Geben Sie mir einen guten Grund, warum ich hier abhauen sollte. Er geht weiter einfach. Daher aus? Immer diese daherlaufenden Zigeuner, die einen irgendwelche Weltuntergangsgeschichten einreden wollen. Schrecklich. Okay, ich gehe einfach weiter zu. Weltuntergangsgeschichten während einer Zombie-Apokalypse. Ja. Okay, geht weiter. Und kommt zu Sergei beim Brunnen an. Das ist perfekt. Sergei. Ja, habt ihr den Flummi? Ich will nur vor meiner Hand halten, vor mir, das ist der, oder? Na ja, gib her. Halt, stopp. Erstmal gibst du das der, was wir brauchen. Erst den Flummi. Wie wär's? Und er greift danach. Nein, ich hätte das so Arschdecken. Er springt hoch. Gib! Gib! Erst gib! Du John die Papiere, dann gib ich dir den Flummi. Da ich sehe, dass ich den Flummi habe, ich gebe ihm einen. Und wenn ihr mir den Flummi gibt, kriegt ihr den zweiten. John, einverstanden? Fair. Vertraut sehr, gell. Kannst du mir ruhig gleich geben. Okay. Ich gebe ihm den Flummi. Okay. Kriegen wir jetzt das Papier? Hast du schon die Papiere? Ja. Ja, jetzt müsstest du alles haben. Oh Gott, deine Mutter ist eine sehr hübsche. Ich kann aber klar machen, wenn du willst. Ja, nein, danke. Ja, ich muss ja schon zugeben. Deine Mutter ist die stärkste im Hammerwerfer. Oh ja, die hat was drauf. Ja. Aber halt vor ihr. Und Sergei verschwindet. Danke nochmal, Jungs. Kein Problem. Also wenn ich noch einmal was mit der Familie zu tun habe. Wenn die Alte mir noch einmal... Schieß mich einfach. Wenn der eine Waffe hätte, würde das bestimmt tun. Und nur ich sag dir eins, wenn noch einmal die Frau kommt, mir über die Haare schalte, bin ich weg hier. War ja keine Frau, das war ein Monster. Sag dir was, das war. Das war ein Oger. Oder was ein Riese? Den bei dir ist auch. Das tut doch weh. Tja. Du, ich hab die Kartenteile jetzt zusammengesetzt. Perfekt, was steht da drauf? Er kann doch nochmal für alle. Am Brunnen vorbei Richtung Bar, da müsste ein Tunnel sein. Straße nach unten, ganz unten nach rechts und dann kommen wir zu einem Haus, wo ein Hilfeauszeichen drüber ist.
dann würde ich einfach mal der Karte folgen. Ich würde John hinterhergehen. Ihr könnt alle die Karte jetzt sehen. Aber wäre es nicht vielleicht angebracht, wenn wir jetzt die Sachen holen würden? So. Ihr könnt alle die Karte jetzt sehen, oder die Karten im Notizbuch. Ja, sieh es, sieh es. Ich war immer schon scheiße im Kartenbau, ey. So schwer ist das doch nicht. Ich hab's zwar eigentlich schon perfekt beschrieben. Ja, aber... Ja. Nur ja. Damit die anderen das auch sehen, mal. Okay, wir können da gerne hingehen, aber was erwartet uns da? Sehen wir erst, sehen wir aus. Alles klar, dann auf geht's, John. Aus. Ich folge euch einfach. Wenn wir konnten, können wir dir vielleicht mit Dosen abschmeißen. Aber pass auf, dass du nicht zu weit nach hinten fällst mit deinem Fuß, Pandur. Ich setze mich, also gut es geht, schon auf meinem anderen Fuß ab. Ja, ich kann zum Arzt gehen, aber der ist ja voll anscheinend. Ihr kommt da an der Tür an und die ist verschlossen. Klopfen? Fragezeichen? Braucht die Tür diesmal einen Schlüssel oder auch ein Passwort? Das ist kein Türsteher, also. Einfach nur eine verschlossene Tür. Ich klopf einfach mal dreimal. Da passiert nichts, als du klopfst. John. Ja. Machen. Könnte versuchen, die Tür einzutreten. Oder wir gucken um das Haus herum. Von hier aus. Da außen rum irgendwie ran oder? Jetzt einfach mal rechts vom Haus entlang laufen. Siehst da zwar ein Fenster, aber die sind so vergittert, also scheint nirgends anders reinzukommen als durch eine Tür. Hört das zu, wir müssen durch die Tür. Wer macht's? Ich würde dir sagen, ich, aber nicht mit mir. Doch, versuch's bitte. Dein Fuß eindrehen mit deinem Kopf. Ich könnte auch zu zweit versuchen, gleichzeitig einzutreten. Nein, das dann das war super damals. Du läufst schon wie ein Pirat mit einem Holzbein. Da solltest du nicht noch versuchen, die Tür einzutreten. Erstmal gucke ich mir die Tür genau an. Das ist eine normale Tür. Also, normale Holztür. Also lässt sich eintreten. Ja, theoretisch. Ja. Wait, bevor wir sie eintreten, versuchst du mal zu öffnen. Sie ist verschlossen. Okay, ich hab's vorhin schon gesagt, aber gut. Als er doch geschlossen wurde, hab ich jetzt nicht gehört. Doch. Hat er gesagt. Ein Staub. Okay, John, viel Erfolg. Bitte, John. Ja, dann versuche ich mal die Tür einzutreten. Und würfel mal auf Tür eintreten. Also Körperkraft. Körperkraft, ja. Nein, anders. Ja. Nicht hier schummeln, ne? Ja, ja. Jetzt kommt eine Strafe, die 20. Bitte nicht. Na, schade. Oh, hätte sonst Ping getroffen. Hey. Warum nicht? Auf den kaputten Fuß. Nee, weiß ich nicht. Ja, du trittst die Tür ein. Also ohne Probleme. Und ihr seht einen Lagerraum. Dass ich meinen Universaltüröffner immer mit dabei habe. Wir sind im Lagerraum. Hm? Wieder rein und schau mich vor oben. Kisten? Ja. Eine Menge Kisten. Die irgendwie verschlossen oder kommen sie irgendwie öffnen?
Ein paar sind verschlossen, ein paar sind offen, ist unterschiedlich. Und auch Schränke und so sind da auch, also Spinde, alles mögliche. Guck mal in die Spinde. Da ist nur so Arbeitszeug, also Arbeitsklamotten und Uniformen und so weiter. Nichts Besonderes. Guck mal so in einen Schrank reingucken. Da hängen auch nur Klamotten drin. Ich gucke in der Kiste rein. Die man öffnen kann. Ja, Moment. In der ersten Kiste, da findest du nichts. Ja. Ich sehe Kiste dabei. Würfel du mal selber. Okay. Was muss ich würfeln? 21? Ja. Über 10 findest du nichts, unter 10. Okay. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Okay. Oder auch nicht. Ist mein Würfel jetzt gerade auf 18 eingestellt? Kann das sein? Nein. In 3 Kisten ist erstmal nix. Nein! Achso. Ich gucke auch mal in eine Kiste rein. Ja, mach mal. Na, du öffnest eine Kiste, siehst da so einen Rucksack. Und welche Gegenstände, die dir bekannt vorkommen. Schauen wir mal an, was das so für Gegenstände sind. Scheint John zu gehören. Oh. Ja? Sieht aus wie dein Rucksack hier. Oh, schön, gib mir gleich mal rüber. Ich gebe ihm den Rucksack mit den Gegenständen. Ja. Ich durchsuche die eine Kiste wieder. Hm? Ich durchsuche auch mal eine Kiste. Ja. Ja. Muss auch erstmal hinkriegen. Bombe? Nee. Nö. Ist halt leer. Ja, gut. Ich durchsuche noch eine Kiste. Ja. Lass mich auch darauf hängen. Jawohl! Okay, ihr findet gegenseitig eure Sachen. Also. Horst hat Pandurs Sachen gefunden. Pandurs Horst. Krieg ich meinen Rucksack wieder von dir? Nee. Nee. Du hast doch einen! Ich nehm die Dosen raus. Hm? Und geh zu der Küste von Pandur. Danke. Und pack sie da in meinen Rucksack. Ja, und dann gebe ich ihnen erst seinen Rucksack. Bitteschön. Dankeschön. Ey. Aber was machen unsere Sachen hinter der geschlossenen Tür? Was hat das mit dem alten Mann vorhin auf sich? Es scheint mir hier irgendwie wie das Lagerhaus auszusehen. Sollen wir die andere Kiste noch durchstöbern? Ich würde gerne noch ein paar Kisten durchstöbern. Vielleicht findet sich ja mal was Gutes dran. Oh, zum Beispiel Sprengstoff. Als ob. Wie wär's denn mit einer Automatikwaffe für den guten alten John? Das wäre sehr gut. Wie wär's mal mit einem schönen Axt für mich? Ich suche wieder eine Kiste. Ja, warte, ich würfel jetzt. Alle Achtung, jetzt. Aber für jeden Würfel, also ich würfel 3d20 für jeden ein. Okay. Okay. Pandur findet noch was. Ich. Ja. Was ist denn das? Ja. Eine Flasche Wasser. Okay. Gut. Ein Knüppel. Knüppel. Hm, noch eine Flasche Wasser. Doch, eine Flasche Wasser. Okay. Eine Pistole. Pistole, die will ich. Und essbare Beeren. Jede. Hm? Essbare Beeren. 7 wie immer. Oh cool, das ist ja. Okay. John? Ja. Bist du dann, guck mal, was ich hier gefunden habe. Willst du die haben? Also zum Ersatz kann man immer eine gebrauchen. Kann ich irgendwie das Magazin einmal rausnehmen, um zu gucken, ob da Kugeln drin sind? Da ist nichts drin. Kennt ihr ja gar nicht mit Waffen aus. Das stimmt, da müsstest du erstmal würfeln. Waffenkunst? Mechanik, würde ich sagen. Waffentechnik oder Mechanik? Mechanik. Ne, Waffentechnik. Ne, Waffentechnik gibt's so nicht, ne? Waffentechnik gibt es.
Ja, dann mach mal Waffentechnik. Alles drin. War locker. Ja, aber ist halt ein leeres Magazin. Ja, ich geb die Waffe John, bitteschön. Danke. Das Ding ist leer. Was viele Flaschen was? Dürfte ich den Knüppel haben? ja, okay, ich gebe dir. Es ist einfach so ein Holzknüppel. Hm. Moment, der hat auch noch. Die Waffe hat ja auch noch Wert im Moment. Der Knüppel hat 0 Attacke, 0 Parade, minus 1 Initiative und 2 W6 plus 1 Schaden. Kühler hat 1d20 plus 10. 1d20 plus 10, ja, und Distanzklassen 2, 5, 8, 12 und 20. Was? 2? Also Distanzklassen 2, 5, 8, 12 und 20. Was ist das? Distanz was? Distanzklasse. So. Weiß ich nicht, werden wir mal sehen. Frage: In dem Spinnenbaden doch Uniform. Was für Uniform? Alte, zerfetzte Uniform von Polizei und so was damals noch. Sind da noch Kisten, die wir noch öffnen können, oder? Reicht das nicht? Müsst ihr gucken, aber während ihr euch umseht, hört ihr, also ist auch so eine Metalltür, die ihr noch nicht geöffnet habt. Und hinter der Tür hört ihr eine Stimme und die Stimme ist von Professor Winterkorn und er berichtet euch davon, dass man ihn gefangen hält und zur Arbeit als Arzt zwingt und er keine Möglichkeit zur Flucht hat. Und er dringend eure Hilfe braucht. Das ist schon eine Metalltür. Und als er weiterreden will, bricht ein Alarm aus. Und ihr hört draußen Schrei und Stimmen und alles Mögliche. Und ihr hört eine Durchsage: Achtung, Bürger von Endstation, wir werden angegriffen zu den Waffen. Angegriffen? Mhm. Okay. Angriff. Wahrscheinlich kommen da Trauernde. Aber ihr seid ja drin, ihr könnt es nicht sehen. Okay, John, sollen wir rausgehen helfen oder? Und ihr hört wir Schüsse. Wir wollen erstmal den alten Professor helfen, rauszukommen. Ich bräuchte einen Schlüssel für die Tür. Teiltür kann ich nicht eintreten. Warte, wie sind die Scharniere? Sind sie aus oder innen? Innen. Wir nehmen auf Toilette. Innen. Hm? Ich könnte theoretisch mal Schraubenzieher doch benutzen, ne? Innen heißt in dem Raum von ihm, nicht von euch. Oh, fuck. Wer hat denn den Schlüssel? Professor. Als er antworten will, hört ihr hinter der Tür Geräusche, als ob jemand den Doktor aus dem Raum zerrt. Und ihr hört draußen, hört ihr Schüsse und so alles schon. Also da scheint richtig was los zu sein. Okay, John, soll ich da rausgehen? Ja. Ich war eine Kiste durchstöbern. Okay. Dafür muss Zeit sein, ja? Dafür muss Zeit sein. Eine einzige. Komm schon, eine 1, bitte. Ja, warte. Ich bin scheiße, ich hab heute den ganzen Tag Pech. Ja, find's noch was. Was denn? Patronen? Ein Klappmesser und ein Feuerzeug. Das nehme ich gerne. Klappmesser und was Feuerzeug. Oh, da hat der Horst schon wieder ein Klappmesser. Der hat doch schon ein Schwein. Das ist ein rostiger. Ja, Schaden macht das Messer 1W6 plus 5. Attacke 0, Parade minus 3 und Initiative minus 2. Alles klar, dann weiß ich schon mal. Ich gehe schon mal zu Horst und stecke das einfach in den Rucksack rein. Anberater Tatsachen. Okay. Bin wieder da. WB. Du hast jetzt
ein Taschenklappmesser von mir bekommen. Ein Klappmesser? Ja. 1D6 plus 5. War das? Geil, okay, es hat sich jetzt gerade von mir alles verabschiedet. Das musst du kurz machen. 0 Attacke, minus 5 Parade, minus 2 Initiative. Minus 2 Initiative? Mhm. Das wäre voll gut. Wenn ich das Taschenklappmesser dual wieder mit einem rostigen Messer, wie viel Schaden würden das denn? Das macht nicht groß Unterschied. Das sind beides Messer. Das wäre ein Schaden mehr raus. Also es ist genauso gut. Als du kriegst einen Schaden mehr draus dann, ja. Als wenn ich zwei rostige Messer mit einer Dual-Wheel. Genau, da kriegst du einen Schaden mehr. Also ist es genauso gut wie eine rostige. Im Endeffekt, ja. Aber wie gesagt, kannst du dann einen Schaden mehr drauf machen. Aber ich habe sowieso vor, mein Köpfchen auszunutzen. Mit Improvisation. Ich brauche etwas Besseres. Ja. Als bloß. Kannst doch Knüppel und Klappmesser. Nee, der Knüppel hilft auch nicht. Kannst doch Pandu und Klappmesser nehmen. Was? Ich bin dann überlegen, eine neue Waffe zu bauen. Auf Grundlage des Knüppels. Okay. Das Spiel gibt mir ja sonst nichts. Da kann ich auch nichts für, wenn die Karten so schlecht zu euch sind. Obwohl, die sind ja gar nicht so schlecht zu euch. Ich kann mich erstmal nicht beschweren. Nö, vor Tagen. Gehen wir raus und helfen den Leuten, würde ich sagen. Und den Professor. Nebenbei. Ja, als ihr rausgeht, ihr seht Chaos, einfach nur Chaos. Überall stehen, also auf den Mauern stehen Unmengen von bewaffneten Männern und Frauen und feuern ins Ungewiss. In der Dämmerung flimmern die Mündungsfeuer bedrohlich rum. Der Typ, den ihr vorhin getroffen habt, der euch irgendwas zugeflüstert hat, den seht ihr auch und er erklärt euch, dass die Vagabunden angreifen und es an der Zeit ist zu verschwinden. Und er weiß, wo es ins Freie geht und ihr sollt schnell folgen. Wir müssen mal noch den Professor holen. Ja, also ohne den Professor gehen wir hier nicht weg. Richtig. Das ist dann euer Problem, sagt er, und er verschwindet. Also, wohin geht's? Lang. Kannst du eine Knarre haben? Er ist verschwunden. Ich geh nur selber in den Fuß, lass das mal lieber sein. Arschsteige, ich hab's nur die geschossen. Ja gut, wir müssen jetzt irgendwie zur Eisentür kommen. Der Professor wurde doch weggeflasht. Wenn wir dort hingehen könnten, könnten wir doch ungefähr sehen, wo der ist. Was ist denn nochmal mit dem Professor passiert? Der wurde weggezerrt. Also er wurde gezwungen, ärztliche Behandlungen auf jeden Fall durchzuführen, das Krankenhaus. Okay. Aber der hängt doch da jetzt hinten fest. Hinter Nein, der Nein, da muss es noch einen anderen Eingang geben, weil er wurde ja weggezerrt. Achso, okay, ich verstehe. Na, dann sollten wir jetzt schleunigst nach dem Professor suchen. Jetzt würde ich sagen, nicht mal Baseballschläger in die Hand. Die beiden Messer in die Hand. Vielleicht werden wir erschossen. Beide rostige Messer. Und? Ich hole erstmal die Pistole raus, ja. Okay. Und dann? Geben wir zu diesem Professor. Krankenhaus. Was wir am Anfang gesagt haben, wo die Leute behandelt werden. Die Richtung halt. Ja, kommt vorbei an. Ja, Leute laufen zu den Mauern alle hin, also ist schwer durchzukommen, aber kommt da. Ja, es ist kein Krankenhaus, es ist so ein improvisiertes Krankenhausteil einfach. Lazarett. Kommt da an, aber. Ja, Lazarett. Aber ihr seht da keinen. Wo können die denn sonst hingebracht haben? Frage. Gefängnis, meinst du, die können das da angebracht haben? Auf der Karte war ein Gefängnis aber markiert. Ja, das war bestimmt da, wo
wir rausgekommen sind. Gehen wir mal da hinten. Gehen wir zum Gefängnis. Auch beim Gefängnis seht ihr nicht viel. Also, wie gesagt, die Leute laufen alle chaotisch durcheinander und versuchen, sich zu bewaffnen oder in Sicherheit zu bringen. Aber als ihr so an den Rand der Siedlung kommt, hört ihr jemanden schreien. Hilfe! Okay. Wie war das zur Geldstimme? Ja. Schuss, Sergei. Dem Hilferuf von Sergei nach. Ich auch. Ich folge den anderen beiden. Ich habe ein bestmöglicher Party, nix, aber ich krieg auf die Fresse, wenn er die Minuten anpackt. Einen kleinen Moment nehmen. Arbeiten. Als ihr Richtung von Sergei gehen wollt, kommt euch Stavrov entgegen. Hey Leute, wir müssen kämpfen. Wir werden angegriffen. Und wie ich sehe, habt ihr eure Waffen schon gefunden. Ja, aber wir haben eben noch einen Schrei gehört von einem Jungen. Ja, komm mit. Es ist mein Sohn, ja. Ja, dann lauf. Ja, und er läuft los. Läuft er hinterher oder was macht ihr? Ja, ich würde hinterher laufen. Ja. Hört er in die Richtung, wo die Hilfeschreie herkommt? Ja, wohin sonst? Das ist sein Sohn. Wäre schlecht, wenn nicht. Ja, wer weiß. Hätte er so einen Vater. Hey! Er läuft durch so ein Gebäude durch und Stavrov rennt Richtung Mauer dann. Und die Schreie sind anscheinend hinter der Mauer von Sergei. Und als Stavrov durch so ein Loch in der Mauer will, kommt zum Trauernder. Bevor der Trauernder irgendwas machen kann, schmeißt sich Stavrov auf den und zermatscht ihm mit der bloßen Faust den Schädel. Welcome to Rustler. Und es kommt ein zweiter Trauernder und er beißt Sergei. Stavrov, so. In den Arm. Alter, wer ist am nächsten dran? Weiter hinten seht ihr aber auch Sergei, der angegriffen wird. Sergei, komm zu uns schnell. Der kann er nicht, sonst wird er ja kommen. Eile Sergei zu Hilfe. Ich eile auch Sergei zu Hilfe. Ich gehe zu Stravo. Okay. Will den Trauen weghauen. Okay, wer von euch will jetzt zuerst? Das ist mir egal. Ja, eigentlich auch. Dann machen wir erstmal Stuff auf. Gut gebissen, dem ist nicht mehr zu helfen. Arm apropos. Stuff auf, Hilfe! Bandur! Hilf mir! Ja, ich bin. Versuch mit Bestbeschläge auf den Trauen einen Hämmerreich. Ja, dann würfel. Attacke, wa? Attacke ist auch erleichtert um 4. Wie muss ich das würfeln? Roll 1d20? Nee, plus so 4 nicht. War das, ne? Plus 4, oder nicht? Ja, sure, aber okay. War nicht plus das Erschweren und minus das Erleichtern? Eigentlich schon, aber wir hatten doch gemerkt, dass es andersrum beim Würfeln dann ist. Irgendwann, glaube ich. Probier es einfach, wir sehen es ja. Okay, also plus 4.
Theoretisch wird mich jetzt auf die neue diese plus 4 addiert. Dann mach minus 4. Ich würde trotzdem genau richtig machen, weil ich würde so trotzdem treffen. Auch mit plus 4. Schlägst du auf Stavrov ein. Theoretisch wegen dieser Leistung von minus 4, 16. Oder ja, es ist aber trotzdem die 20. Aber gut, gut. Ja, das ist jetzt die Frage, welche Punkte kann man jetzt nehmen? 20 ist ein Patzer, das ist das Problem. Ja, das ist das große Problem. Das Problem ist eher, wie das jetzt genau ausfällt, mit Plus oder Minus. Die 4 müsstest du eigentlich auf deine Fertigkeiten zurechnen ja. Und dann einfach ganz normal würfeln. Aber da... Ja, aber da Monix nicht das klar gesagt hat, jetzt schon so... Doch, natürlich. Du hast gesagt Plus und... Das ist ja ein Attackewurf. Normaler Attackewurf. Richtig, und mein normaler Attackewurf mit dem Baseballschläger plus 2 Attacke ist auf 14. Ja, und hast du so oder so verkackt, da sind 20, hast du erst recht. Also tröstest du darauf. Ey! Nicht! Das ist der Trauernde! Ja! Good job, Handu. Ihr seid gar nicht da. Ihr seht dann. Ja, wir sind vorbeigerannt. Ja. Trauernde hat auch dein hat dich gemerkt, hat gemerkt, dass du da bist und mich. Geht auf dich los. Pando wird gefressen. Aber wir gucken erstmal bei den anderen jetzt vorbei, was da passiert. So, Sergej, da sind auch zwei Trauernde bei Sergej, die das Sergej ist so an so einem Baum gelernt, die Trauernden stehen so zwischen euch und Sergej. Dann will ich direkt den ersten schon mal wegknallen. Mach das. So, fühlen wir mal auf. Easy. Haben wir für Schaden? Okay, geht ja noch. Naja, stolpert so ein bisschen in Richtung von Sergej weiter, aber lebt halt noch. Okay, ich würde den anderen, der jetzt nicht angeschossen wurde, angreifen mit meiner Dual-Fertigkeit. Ja, mach. Und denen so einen schönen Nackenstecher geben. Ah, gezielt? Okay. Dann erschwert um 2. Ist klar. Scheint zu klappen, ja. Und würfel Schaden. Plus 2 auch Schaden nochmal. Vorrang. Gesundheit. Die beiden drehen sich um und schlendern jetzt in eure Richtung. Sind aber noch nicht in Reichweite, dass sie angreifen können. Ich hab den einen gerade einen Nackenstecher gegeben. Ja, er ist aber nicht tot. Ja, ich bin, glaube ich, in Reichweite. Stimmt, du bist in Reichweite, ja. Aber... sonnig. Und Sergej klettert auf den Baum. Wir springen rüber zu Pandur. Ja. Was machst du? Jump Cut. Ja. Aber klar, soll auf YouTube gut kommen. Was macht Pandur? Ich würde jetzt nochmal zuschlagen. Meine Welt. Ach Gott. Aber diesmal richtig, ja? Nicht mich. Na. Wenn ich auch nicht würfeln muss. Eine 20 ganz normal, oder? Normal diesmal. Kein Experiment. Nein. Was kommst du überhaupt? Ich hab Schwierigkeiten.
Ach, Pandur. Mein Charakter ist halt nicht fürs Kämpfen ausgelegt. Warum macht man einen Charakter, der nicht kämpft, wenn eine Zombie angefallen ist? Ich bin ein fucking Geschichtslehrer. Wir haben Button, um wichtige Probleme zu lösen. Zum Beispiel die Frau von Ratner. Um mit der umzugehen. Mit Waldraut? Ja. Ja, die mag ihn. Sehr gern. Da geht noch was. Vielleicht trifft er die ja nochmal wieder. Nee. der trauernde greift doch weiter auf Stavrov, also greift Stavrov weiter an und beißt nochmal zu. Und Stavrov schreit und jetzt mach doch mal was. Wir springen wieder rüber. Was? Du musst erstmal eine Runde warten. Ja, wir springen wieder rüber. John? Ja. Natürlich kommt direkt der nächste Schuss. Würdest du irgendwo hin zielen oder? Ja. Okay, dann nicht. Ja, okay, du. Dann würfelst du Schaden aus. Ich mach jetzt so viel Schaden, der fällt jetzt um. Mal gucken. Ich glaube nicht. Oh, das war schön. Umfallen tut er aber, er ist noch nicht tot. So, der eine Zombie greift jetzt Horst an. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich hab gehört, ich steche ihm jetzt beide Augen aus. Plus 5. Plus 5. Hab ich. Okay. Dann mach Schaden. Ja. Wie viel Schaden denn? Plus 10. Plus 10. Ja, für jedes Auge 5. Du hast. Ein tolles Monster mit 1 Damage. Okay, der hat zwar Messer in den Augen und wankt da rum, aber lebt auch noch. Pandur. Ja, man hat ja nichts gebacken. Vielleicht. Jetzt nochmal richtig, Mann. Mach mal drauf, ja. Kannst du überhaupt was? Jetzt schlag ich so zu wie eine Frau. Dann kann meine Frau ja mehr. Aber was ganz anderes. Du bist die Stärkste in der Kneipe. Ja, du triffst ja. Würfel mal Schaden aus. Oh, er hat getroffen. Mhm. Gleich rote Kalender anstreichen. Ja. Jetzt kann ich ein bisschen machen. Klopf ein bisschen drauf rum auf den Tauern. Man muss ja loslassen. Poken so. Okay, John ist dran. Ich nehme jetzt meinen Baseballschläger und das dauert eine Runde. Ja, dann dauert das halt eine Runde. Erinnert mich ja noch warum. Ja. Dann ist der Zombie, der Trauernde dran und. Er schlägt wild um sich, weil er nichts sehen kann. Trifft aber Horst. Horst kriegt 11 Schaden. Au, au, au. Jetzt nicht nett. Und du hast die Messer, die stecken in seinen Augen, die hast du jetzt gerade nicht in den Händen mehr, ne? Okay. Aber du bist dran. Und Sergei sitzt auf dem Baum und feuert euch an hier. Super Jungs, weiter so. Bis auf du da hinten. Und zeigt auf Pandu. Horst. Ja, lassen wir noch gucken.
18 habe ich. So. Ich habe gehört, ich hole jetzt einfach meinen Taschenklappmesser raus. Dauert eine Runde. Sehe ich ein. Gut. Na, eine Pandur dran. Mehr kannst du nie! Schwächling! Ich überlege gerade, ob ich auf sein Gesicht rauchen soll. Weißt du, dass Sergej das sieht? Du wolltest auf sein Gesicht hauen, ja? Nein, ich habe gesagt, überlege es mal. Ach so. Das machst du aber jetzt. Darf ich nicht schon. Foreshadowing, ne? Ja, würfel Schaden aus. Was machst du mit meinem Vater? Nicht weg. Platsch, ey, Faden ins Gesicht. Jedenfalls da was gebrochen. Also Nase mindestens. Bei Stavrov, ja. Oh! Was machst du? Wie bist du wahnsinnig? Du hast hier noch einen Arm frei, also. Das hat ja schon mehr Schaden an Stavrov gemacht als an den Zombies. Ja! Das stimmt. Eigentlich exakt nur ein Schaden. Ja, egal. Und der Zombie macht ja auch noch Schaden an Stavrov. Man muss auch noch mit bedenken. Der hat sich ja rein. Der verbeißt sich bei ja langsam drin. In ihm. Oh Mann. Mein Vater! Mein Vater! Mach doch was! Ja, der hat doch einen Arm frei, soll er zuhauen. Der Zombie liegt da ja auf dem Arm drauf und den anderen beißt ein. Liegt ja so halb über ihm. John ist dran. Ja. Ich werde jetzt dem, der auf dem Boden liegt, den Rest geben. Jo. Ein Baseballschläger. Mhm. Trifft. Jo, mach Schaden. Oh, das ist weg. Ja. Eindeutig. So, der andere schlägt immer noch wild um sich, weil er nichts sehen kann. Er trifft aber nirgends. Also dreht sich irgendwie, rennt gegen den Baum, knallt dagegen. Ich gebe ihm jetzt einfach den Rest mit meinem Messer. Ja, aber. Zumindest versuche ich das. Gut, dass du drei Messer hast dazwischen. Ja, dass sie auch noch alle ganz sind. Und du triffst. Ja. Und auch der kippt dann um. Und Pandur dran. Also oben Serge, yay, Leute, yay, geil. Jetzt hilft mein Vater noch. Der andere kann ja nichts. Auf den Zombie, ja? Oder ist das auf den Zombie? Man weiß ja nicht bei dir. ja. Ja, krieg nochmal 10 Schaden, aber. Locker, ne? Du siehst doch jetzt so eine Blutlache da langsam unter Stavrov schon rausquellen. Oh, Hilfe! Crazy, mehr kann ich nicht. Ja, John. Und Horst. Wie lange brauchen wir da hin? Eine Runde kostet. Eine Runde kostet. Mhm. Das ist ja schon, die sind nicht direkt nebeneinander gewesen, ne? Sonst. Ja, ich weiß. Der ist ja alles leicht. Dann mach ich das anders, dann hol ich wieder meine Pistole raus. Oh, Pandur. Ja, kostet aber auch eine Runde. Die, ja, ist klar. Ja. Aber dann ist das ja egal, was ich mache. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Horst? Ja, ich zieh die Messer aus den. Kost auch eine Runde, ja. Pandur! Aber ich mache wieder Ruppkloppen. Oder auch nicht. Hm? Geht? Ich fehle aber. Ja. Ja. Stavrov
stöhnt vor Schmerz. Und ich möchte jetzt ganz gezielt auf den Kopf des Zombies. Plus 10. Plus 10? Mhm. Kein Ding. Oh? Ja. Ausgleichen können? Kannst du, wa? Ja, warte, kann ich dir gleich sagen? Wo ist es? Ich hab 10 auf Schießen. Ja, ich kann es ausgleichen. Verdammt. Okay, du schießt auf den Kopf. Würfel Schaden. Plus 10 auch. Ja, natürlich plus 10. Die Waffe macht dann plus 10. Ja, zusätzliche plus 10. Ach, zusätzliche plus 10. Ja. Plus 20. Ja. Na, der Zombie ist hinüber. Ich habe ja nichts anderes erwartet. Du hast jetzt in einer Runde mehr Schaden gemacht als... Bandur im ganzen Spiel. Das war super, mit dem nächsten Schläger Schaden zu machen. Habe ich doch auch gemacht. Ja, dann Zombie damit getötet. Was für eine Attacke wert hast du? Das weiß ich gar nicht. Ich habe am niedrigsten. Das stimmt allerdings. Weil du da ja nicht rein investiert hast, aber... Das fügt bloß mehr zu deinem Charakter hinzu. Meiner kann was ganz anderes. Also Attacke Nahkampf habe ich 14. Plus 1 von Nahkampfwaffen stumpf. Also 15 quasi. Nahkampfwaffen stumpf. Ist der Schläger stumpf? Ja, was ist denn das sonst? Der Schläger ist nicht scharf, also ist der stumpf. Hast du den angespitzt? Oder? Dann hätte ich den 16er Bock schaffen können. Tja. Ja. Dann ist natürlich Pech. Ja, Mann. Du stehst da, unter dir liegt ein toter Zombie und... Hier ist noch so die Gehirnmasse so an. Ja, genau. Und hat Pando ins Gesicht gekriegt, so platsch. Ich versuch's, das dann noch so zu. Also, da ist nicht mehr viel zu machen. Er stöhnt ohne Ende vor Schmerzen und rettet Sergei, sagt er nur noch, und ja, ist tot. Wir haben Sergei gerettet. Okay, dann nehme ich die bessere Stelle und hau auf sein Gesicht. Ist das jetzt dein Ernst? Bevor der handelt. Mach das. Ganz ehrlich. Würfel, Schaden. Nee, Würfel. Ob es klappt? Erstmal. Ja. Ja. Boah, der wieder auch schon seinen eigenen Sohn attackiert, ne? Tschüss. Okay. Wie viel Schaden? Hab ich schon gemacht, 10. Achso. Du verlierst 23 geistige Gesundheit. Dann ist es besser, wenn ich die Scheiße erlebe, bevor der Kleiner dreht. Und Sergei ist gar nicht gut auf dich zu sprechen, weil er gesehen hat, was du getan hast. Ja, aber besser, bevor der aufsteht, der Fall und nicht aufpasst. Erst, aber ich hab noch die Mutter. Gott. Also. Also das war von Anfang an dein Plan, ja, dass du an die Mutter kommst. Klar! Das ist eine Frau, die Mama. So, ihr habt natürlich auch gesehen, was Pandul gemacht hat. Ja. Ich hab einen Baseballschläger mit einem Lappen ab, den ich in meiner Hosentasche hab. Was macht ihr? Horst und John. Erstmal meine Waffe wegklicken. Pack erstmal meine Waffen weg. Eine Reaktion auf Pandurs Aktion auch? Nur mit dem Kopf für den. Soll ich das machen? Ich schau einfach auf den Zombie danach, den ich gerade selber umgebracht habe. Ja, guckst du ihn dir an. Helf Sergei vom Baum runter. Hm? Helf Sergei vom Baum runter. Er hat einen Autoschlüssel bei sich. Sergei. Nee, der Zombie. Ich nehme
Schlüssel. Ja. Sag mal dem Kleinen, ob es irgendwo einen Professor gibt. Du fragst oder wer? Herr Dr. Winterkorn. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Als hier losging mit dem Chaos und Geschrei, ich bin einfach hierhin gerannt. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt passiert ist da in der Stadt. That's a problem. Weißt du den Weg hier weg? Hier gibt es viele Wege weg. Hier durch den Wald oder was weiß ich. Da, wo ihr vorher hergekommen seid. Fahrbahn, Untersatz oder sowas hier. Bestimmt irgendwo, aber keine Ahnung wo. Er guckt Pandur böse an. Ja, immer noch besser, bevor der aufsteht und den eigenen Sohn fasst. Der ist verblutet! Der steht kein Trauer. Aber gut. Weißt du, wie die Trauern sich verbreiten? Ich ja. Er ist der Geldmaster, er muss. Ja. Der redet nicht mit dir. Niemand weiß, dass wir von uns nicht verbreiten, also. Ihr wisst das auch schon. Ihr seid da, also aufgewachsen nicht, aber ihr habt das lange genug miterlebt, was hier passiert. Deshalb wissen wir, wie sie sich sozusagen fortpflanzen, abgetrichen. Beziehungsweise vermehren. Ihr wisst schon, dass durch. Wenn. Dass das Blut, also was da aus den Augen kommt oder so, wenn. Wenn das. Wenn die mit dem in Berührung kommt, dann kann es zur Verwandlung kommen. Aber das ist ja nicht passiert bei ihm. Blut aus dem Arm gelaufen, er beißt in seinen Arm hinein die Arme. Ja, du kannst es nicht beurteilen, ob es. Außerdem ist. Ich hatte ja gesagt, es ist schon eine Blutlache da gewesen von ihm selber, also. Best of safety first. Ja, ist. Du verpasst doch deine geistige Gesundheit von. Jo. So, was, Winter finden wir jetzt erstmal nicht. Hm? Doc finden wir jetzt gerade erstmal nicht, weil niemand weiß, wo der ist. Anscheinend nicht. Also, wir sollten hier gucken, dass wir hier selber schleunigst wegkommen. Aber die Stadt ist, sieht auch so ein bisschen überrannt aus von den Vagabunden und den Trauernden, die da draußen noch rumlaufen. Es macht Sinn, dass ihr abhaut, ja. Wo ist er denn mit dem Auto? Ist wo ist die Frage, wohin? Also ich habe hier einen Autoschlüssel bei den einen Trauernden gefunden. Ja, aber woher kamen die da Trauernde? Aus der Stadt wahrscheinlich. Ja, das nächste Mal, was zählt dieser Schlüssel? Das ist ein Autoschlüssel. Ja, für was ein Auto? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt kaum noch viele funktionstüchtige Autos. Steht keine Marke drauf. Aber wir sollten uns jetzt selber erstmal auf eine Fluchtmöglichkeit einigen. Ja. Der Wald scheint mir am sichersten, scheint es eigentlich. What? Der Wald. Ja, dann lasst uns in den Wald reinrennen. Hier zu bleiben ist definitiv keine Lösung. Wir könnten theoretisch in den Laden zurücklaufen, wo ich nur zur Kerze finde. Warum? Keine Zeit dafür, das wird bestimmt schon alles von Trauernden überrannt sein. Nee, es ist ja nicht Trauernde überfallen die Stadt, sondern Vagabunden. Achso, die Vagabunden. Ich schätze erstmal 5 Bären. Hm?
mach das. Und halt im kleinen 5 Stück, wenn er das nicht haben will. Nee. Sieht so sie aus? Nö, lass mal. Gut, dann lass ich insgesamt 10. Okay. Müsst ihr euch jetzt entscheiden, oder zumindest sobald John wieder da ist. Gut, aus dem Wald kann alles natürlich mögliche passieren. Aber wir haben effektivsten und können wir wenigstens verdeckt weggehen. Das Auto wäre wahrscheinlich sehr auffällig. Wir könnten uns dann einfach verfolgen. Sie haben ja doch selber Autos. WB. Von hat gesagt, die Vagabunden sind auf dem Weg zu euch, ne? Haben sie einen Unfall gehabt. Ich würde damit sagen, da hauen wir durch den Wald ab, oder? Ja. John, einverstanden? Schließe ich mich an. Wir wollen durch den Wald abhauen. Yes. Ja. Um. Weil hier soweit alles überlaufen wird. Und Toren und Vagabunden. Was ist mit dem Doktor? Keine Ahnung, wo der ist. Wir müssen selber schauen, wo wir bleiben. Gut, dann hauen wir ab in den Wald. Wenn ihr dafür seid, dann bin ich ja überstimmt. Ich hab keine Ahnung, wie gesagt, der Kleine sagt, der Wald ist am sichersten zum Abhauen. Bevor wir jetzt so wieder reinmarschieren und von Vagabunden und von den Toren angegriffen werden. Und es kann ja sein, dass der Doc auch verschwunden ist. Wir wissen ja noch nicht mal, wo der Doc ist. Was? Ja, wie gesagt, ich hab gesagt, ich schieß wieder an. Gut, dann haben wir das schon bald ab. Okay, ihr geht durch den Wald. Nach etlichen Minuten trefft ihr auf jemanden, der im Wald sitzt, etwas verzweifelt ist und zu euch sieht und Sergej sieht, kommt er freudig auf euch zugerannt. Hey, danke! Danke! Ihr habt Sergej dabei! Du? Ich bin Divan. Ivan. Divan, nicht Ivan. Divan. Okay. Divan der Würger. Du trollst für den E-Bot. Eva. Was ist mit Stavrov? Was ist mit meinem Bruder? Stavrov hat es nicht rausgeschafft. Was ist passiert? Erzählt! Komm, da hat sich in seinem Arm fast gebissen. Lass das Sergej erzählen. Na, Sergej erzählt ihm die Geschichte. Und Divan schlägt Pandora. Das war jetzt gemein, Björn. Findest du nicht auch? Pandora kriegt nochmal 7 Schaden. Noch ein bisschen mehr und ich krepier. Ja. Wie viel Leben hast du denn noch? 140. Nur 9, ist doch mehr als genug. Oh, wenigstens habt ihr Sergej gerettet. Trotzdem nicht nett, was du gemacht hast mit meinem Bruder. Naja, du musst bedenken, hätte er jetzt das Blut aus den Augen seinen Nalak oder sie zu den Scheiß reinbekommen, wäre er aufgestanden. Hätte ihn dann töten können, aber so, er war schon tot. Schlägt man ihn nochmal drauf, oder? Sicher, bevor er seinen eigenen Sohn angreift. Aber egal, ich hab Sergej. Ich bin froh und. Ja. Hm.
Er verschwindet mit Sergej zusammen. Okay. Trotzdem noch einige Fragen offen. Es sind noch einige Fragen offen, ja. Ich stehe mitten im Wald momentan. Ja. Ist da noch irgendwie was in der Nähe? So, momentan steht die mitten im Wald und Bäume halt, ne? Okay. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen. Oh. Ich glaube, da hätte selbst der aus dem Shop nicht drüber gelacht. Den Gartenwitz fand der gut. Den ja. So, was macht ihr? Weiter, oder? Uns bleibt ja nicht viel über. Wir zurücklaufen ist jetzt auch keine Option mehr. Das stimmt. Aber geht ihr weiter. So, nach einigen, haben wir noch so 2-3 Stunden laufen, kommt ihr so an das Ende des Waldes, kommen wieder Straßen und so, was ihr alles seht. Ihr seht doch einen großen Wagen, der da lang fährt und scheinen einige wild gekleidete Männer drin zu sitzen. Und der Wagen steht. Auf der Ladefläche oder auf die Ladefläche wird gerade jemand gezerrt und das sieht aus wie Dr. Winterkorn. Oh nein. Ich zieh die Pistole. Aus dem Unterholz des Waldes kommen Trauernde und die Männer öffnen sofort das Feuer auf die und ja. Also stehen sie mit dem Rücken zu uns. Die stehen nicht mit dem Rücken zu euch, die sind wohl gerade etwas abgelenkt, aber was weiterhin passiert, erfahrt ihr nächstes Mal. Oh. Ja. Dabei war es doch gerade so spannend. Ja, wir brauchen noch einen Cliffhanger, weißt du doch. Cliffhanger? Ja. Cliffhanger, Schmetterlinger. Cliffhanger. Ja. Wird Pandur die nächste Folge überleben? Nein. Ja. Das ist die beste Frage überhaupt. Wird John wieder Piratenwitz erzählen? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch welche hört. Wie viele Leute wird Horst im nächsten Mal erstechen? Wie viel Messer kriegt er in zwei Hände runter? Triple wield. So, hier so Edward mit den Scherenhänden. Ja, so Freddy Krüger. Kann er. Der Horst, der rennt. Wollen noch Punkte verteilen? Ja, das können wir tun. Ja. Punkte verteilen wir immer dafür. Ja, glaube ich. Ihr kriegt auf jeden Fall für getötete Zombies und so alle schon mal 10 Punkte. 10 frei verteilbare Punkte. Okay. Aber nicht auf Waffen. Was heißt nicht auf Waffen? Also nicht auf Waffen, Waffenfähigkeiten und Kampfkunst und sowas. Also auf normale Talente. Genau. Genau, keine Nahkampf, keine Attacke, keine Waffenfertigkeiten allgemein. Sondern halt normal auf die körperlichen, sozialen und so weiter. Wie viele? 10. Werde ich mal meine Ausdauer um 1 erhöhen? Das kannst du machen. 2 Punkte, ja? Ja. So, dann werde ich Intelligenz um 2 und Charme um 2 erhöhen. Das kannst du auch machen. Ja. Jetzt bei Ausdauer auf 13 und bei Intelligenz und Charme jeweils auf 12. Ja. Horst kriegt +1 auf Intelligenz dazu.
für das tolle Merken des Passwortes. Oh Mann. Beim zweiten Mal erst, aber egal. Naja, das war ja auch ein schweres Passwort für einen alten Mann. Das stimmt, ja. Und er kriegt plus 1 auf, was hattest du da gewürfelt? Botanik, ne? Ja, Botanik. Ja, genau, da kostet plus 1. So. Kann ich denn noch? John kriegt 1 auf, müssen wir mal gucken. Auf Menschenkenntnis? Menschenkenntnis? Ja, wegen dem Brief da übergeben und so. Oh, okay. So, jetzt bekommen wir Menschenkenntnis. Ja, es gibt keinen besseren passenden Wert da. Also. Der Horst geht noch eins auf ländliches Wissen. Pandur. War nicht so deine Folge, ne? Ja, ich bin auf nächste Folge da. Ach, erzähl dir nicht. Und jo? Wir carryen dich da durch. Feilschen. Also auf Feilschen. Ja, wegen dem Witz. Genauso wie John, der kriegt auch noch plus 1 auf Feilschen. Das nehme ich doch gern. Witz. Ja, das, hey, der war gut. Das stand da drin, ne? Der Witz gegen Pandur selber. Er ist ein Witz. Ja. Und Pandur kriegt noch 1 auf Schmerzen ertragen. So, Schmerzen ertragen, ja, cool. Hm? Hab ich ja nicht schon 5. Mehr kann nicht schaden bei deinem Fuß. Wie viel brauche ich denn, um Wert von 14 auf 15 aufzuwerten? Das Doppelte, also... Also 4. Ja. Ja. Je nachdem, ob es jetzt... Ist das ein Attribut oder eine Fähigkeit? Das ist ein Attribut. Attribut brauchst du 4. Okay. Fähigkeiten brauche ich dann bloß 1, oder? Ab 14 wird es 2 dann, ja. Okay. So, jetzt müssen wir nur gucken... Kann ich denn Punkten machen? Alles verteilt. Was ist jetzt los? Jo. Kein Wert mehr unter 12. Ich muss irgendwie die Waffen wegkriegen. Nee. Ob ich das irgendwie hinkriege nächstes Mal. Ich habe noch eine Absicht. Verdammt. Gut. Nee, das war's dann. Also. War jetzt auch nicht wieder so lange, aber. Das war doch in Ordnung. Ja. Dafür hatten wir ja direkt wieder diese Woche noch. Genau, stimmt. War eine angenehme Länge. Ja, finde ich auch. Kann ich mir jetzt in Ruhe was zu essen machen? Und dann WoW weiterspielen. Richtig. Oh, ja. Welches Level bist du denn schon, Björn? Level 60. Oh Mann, hat er richtig durchgeknallt. Ich hab schon meinen zweiten Kampf schon wieder verkauft. Hast du Rang schon gelegt? Nee, wir haben jetzt am 25. den Jahr. Ah, okay. Na, viel Glück. Aber was spielst du denn? Magier. Ah, Magier.
Rostro. Nicht Druide? Natürlich, nein. Das ist Tastenwunder. Moment, nein. Hexenmeister ist ein Tastenwunder. Bei Magier brauchst du mehr als eine Tastenwunder. Ja, zwei. Außer Frostbolt. Du brauchst auch Frostbolt. Du brauchst ja hier. Blink. Beispiel, genau, ganz wichtig. Aber doch nicht in Raids. In Raids wird ordentlich getankt. Frostfield. Ja, hinlaufen, Akku ziehen, wegblinken. Ich spreche jetzt vom Raid. Ja. Da knallt er ja noch bloß Frostbolt rein, da wird er ordentlich getankt. Frostbarriere gesehen, lasse ich mir noch einreden, dass du das vielleicht ab und zu mal zündest. Natürlich, Schadenvermeidung. Und natürlich auch ganz wichtig, was du als Mage gerade im Molten Core immer wieder brauchst, ist hier, ja, Blizzard. Wie heißt das? Mana. Nee, Blizzard nicht, genau, Hervorrufung. Und Spell, den du zwischendurch. Den Tisch. Und, nee, den Tisch kann er noch gar nicht stellen. Feuerzauberschutz. Nee, Tisch geht noch nicht. Nee, der kam später. Achso. Der kam erst mit Burning Crusade. Achso, ja gut. Ich hab erst ab WOTK gespielt. Ich bin eher so gespannt, so was in Burning Crusade passiert. Weil da haben die ja dann Specs so eher angepasst, dass du, glaube ich, alles spielen kannst in Raids. Ja, also den Paler ja richtig gebaut. Das Interessante finde ich ja wirklich, dass die Blizzard völlig alles wiederholt dann, ne? Wahrscheinlich. Wenn ihr jetzt Classic spielt, dann spielt ihr Classic Burning Crusade, Classic Wrath. Ich hoffe, dass wir die haben ja eigentlich nicht geplant, noch weitere Server rauszubringen. Das heißt, ich spiele eigentlich das gleiche wie vor 15 Jahren. Ja, aber ist kostenlos. Nee, ist nicht kostenlos. Du brauchst auch Abo dafür auch. Das ist normal Abo raus dafür. Ja. Also nichts mit kostenlos. Aber allerdings muss man auch sagen, BFA war ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Nicht nur BFA. Das war ja auch schon Pandaria. Ganz ehrlich, Katak war ein Add-on, das ging vielleicht gerade noch. Katak ging noch, das hat auch Spaß gemacht, ja. Und ab Mist auf Pandaria war alles. Also bei Katak war es zumindest noch, dass die Welt dann neu war und man überall fliegen konnte. Das war noch ganz interessant. War schon interessant, da haben die ja auch dann Gebiete nochmal ordentlich überarbeitet. Ich fand's grenzwertig. Was dann schlimm wurde, als der Raidfinder kam bei Katak. Ja, das stimmt. Ja, wir haben deswegen, also Katak. Und dann kann. Ja, da war dann halt. Jeder kann direkt alles dann looten von den Raids. So ist dann natürlich auch blöd. Zwar etwas minderwertig, aber. Ja. Ich dachte, solange sie nochmal Server rausbringen für BC und WOTLK, bin ich vollkommen glücklich. Ja, also, das waren ja so die ersten drei Expansions. Und da haben sie auch ordentlich was gemacht. Ja. Vor allem mit BC, wo sie dann so die ganzen Specs so ein bisschen angeglichen haben, dass die alle halt spielbar sind in Raids. Ja, und es war halt noch nicht so overpowered, dass du einmal mit dem Kopf über die Tastatur rollen musst und hast drei Epic und 10 Bosse gekillt. Stimmt, ja. Weil ich auch sagen muss, ich habe nicht so viel Raid-Erfahrung. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht in WoW geradet. Echt nicht? Noch gar nicht? Ja, ich glaube einmal war ich in Raid mit drin, aber sonst nicht. Ich habe zu Vanilla damals, habe ich Molten Core geradet. Dann, wo ich noch WWL kam, kam dann BC raus. BC habe ich komplett durchgeradet. Und WOTLK auch, also bis Endcontent. Ich habe ja erst mit WOTLK angefangen, aber ich habe dann... Habe ich auch Endcontent komplett geradet. ICC habe ich komplett durchgehabt, habe auch da meine Legendary gekriegt. Ja. Mit dem Todesritter. Aber komm, wer hat in IOTLK bitte keinen Todesritter gespielt? Ich. Siehst du? Hast du mal einen? Bande über dich, Björn. Ich kenn Warum? Dich nicht. Ich habe da Mage gespielt und Hunter. Also spielst du jetzt noch seinen Hunter hoch? Mein Hunter ist jetzt schon Level 60. Ach, dein Hunter ist Stufe 60, aber den Mage musst du noch spielen. Nein, der Mage ist Stufe 60, mein Hunter ist Stufe 16. 16? Okay. Ja, okay, ich hab einen Krieger auf Stufe 51 mittlerweile und einen Mage auf Stufe 38. Das ist doch gut. Ja. Aber du hättest ja aber schon, weißt du, wo du den Mage auf 38 gespielt hast, dann hättest du locker deinen Krieger auf 60 haben können. Wer hat das gesagt, weil ich hab mit dem Mage angefangen? Dann hat's keine Lust mehr auf Mage. Ich hab mir gedacht, so. Kannst du mal noch eine andere Klasse spielen? Und dann habe ich halt den Krieger noch angefangen.
Und das war eigentlich immer so bisher bei mir so, ich fange an, eine Klasse zu spielen, die spiele ich dann ein bisschen hoch, dann fange ich noch eine andere an und dann main ich die andere. Meine ursprünglichen Twink, weil ich daran irgendwie mehr Spaß finde. Ich habe alle Klassen hochgelevelt. Wie bitte? Zu WOTLK habe ich ja quasi drei Klassen gemaint. Ich habe alle hochgelevelt. Da habe ich ja quasi Hunter gemaint, da habe ich Mage gemaint und Krieger-Tank gemaint. Ich hab also wenn wir quasi bei uns im Raid und einen Tank gekillt, dann habe ich getankt und wenn wir Tanks hatten, habe ich dann halt einen DD gespielt. Nee, Main. Aber ich habe jetzt nicht vor, mit meinen Krieger-Tanks zu spielen, sondern ich habe eher Lust auf DDs. Er hat WOTLK, hatte ich einen DK-Main. Hab dann zwar alle anderen Klassen auch noch hochgespielt auf Maximum, aber ich habe hauptsächlich mit dem DK gespielt und ansonsten Shami Heal. Noch. Kami habe ich ganz ehrlich bei Ali erst angefangen, als Zwergeschamane werden konnte. Also, es gibt nichts Geileres als ein Zwergeschamane. Was sagt das Pandur, der. oder Button, der steht jetzt auf Zwerge. Ey, ich sag nur eins: Ich durfte nie wirklich in einen Raid als DK mit reinkommen. Da hast du das falsch gemacht. Nein, weil einfach kein vernünftiger Healer da war. Ja gut, das war Pech. Ja, ist schon richtig. Ich hab Scheiße gewesen. Ich glaube, ich war. Außerdem wolltest du nicht mit dem DK rein, du wolltest mit dem Hunter rein. DK und Hunter wollte ich. Mit dem DK jetzt würdest du auch tanken können. Hätte. Ganz ehrlich, DK-Tanks waren nicht so gut. Nee, DK-Tanks. Zumindest nicht zu WOTLK. Da waren sie kacke. Zu Cutter ging. Ja. Ich hatte da war Spaß das dann so gebalanced, dass du wirklich, also hier wo dann quasi die Blutskillung, die Tankskillung war, da ging's. Ja, die Tankskillung war ja schon immer die Blutskillung. Ja, das stimmt. Aber die haben sie ja, glaube ich, mitten in WOTLK hart nerven müssen, weil der ja ziemlich overpowered war, der DK. Ach, soll nicht alle rumheulen. Dann das kann man ja einfach mal solo machen. Das von John Connor. Wenn du eine Klasse gut spielen kann, ist sie gleich overpowered oder was? Wir müssen John Connor nerven. Nein, doch. Der ist schon gut. Ich bitte dich. Ich kann meine Klasse gut spielen, ja. Deswegen. Einfach nur Skill. Ja. Ich hab genau die Sachen gesteigert. Ich bin Scharfschütze. Scharfschütze. Verstehe. Okay, er schützt die Schafe. Ja, alle Scharfschützen mal bitte nerven. Die kriegen jetzt demnächst bloß noch eine Pistole und da können sie sich dann ihr achtfach Visier draufballern. Und Super Soaker. Also hast du gerade gesehen, was ich mit der Pistole gemacht habe. Ja. Geschossen. Die Trauern in den Kopf geschossen haben. Du hast auch gesehen, was ich mit meinen Messern gemacht habe. Ich glaube, die 31 Schaden waren das, oder 39 waren zu viel. Ihr habt auch gesehen, was Bando mit seinem Baseballschläger gemacht hat. Oh, hat das auf sowas nicht ausgelegt. Du hast aber ziemlich spät erst realisiert, dass du eine stumpfe Nahkampfwaffe hast. Ja, ich weiß halt nicht, wann ich da irgendwo mal reingespielt habe. Also, Bando ist zumindest zur Hälfte schuld am Tod von Stavrov. Das glaube ich auch. Ich mag keine Russen, Alter. Der hat sich am Anfang aber ganz anders angehört, als ihn das erste Mal getroffen. Das ist ja der Kleine, der ist ein großer Dude. Ja. Na gut. Du spielst auch auf Everlook oder was? Nee, ich spiele auf Luzifron PvP. Ah, okay. Wenn BOTK rauskommt, mach ich dann auch wieder mit. Auf geht's, du. Dazwischen kommt erst mal TBC. BC kannst du auch schon mitmachen, Button. Da gibt's dann auch schon Baum. Theoretisch kann auch jetzt schon mitmachen. Nicht einen Baum machen, dann einfach einen Kaffee machen gehen, oder? Warum nicht? Wenn das funktioniert, mal schon. Baum kommst du. Das ist mal ehrlich, was du ich auch sagen muss, das kommst du spielen. Was? Baum, ja. Ey, jetzt hat er war ich auch nicht schlecht, okay? Hey, du kannst ja in Classic einfach ein paar Lana
Oh Gott, hör auf. Mach mir niemals einen Paladin. 5 Minuten Buffs. Alle 5 Minuten eine Gruppe mit dir nach Buff. Will ich über weiter mein Dudu. Mach dann. Konnte ich ja sehr gut. Grob gesagt. Wie gesagt, also BC würde mich auch richtig reizen. Karasan war einfach schon richtig bei Radiant Sun. Der Karasan war schön.